Prost, die Herren. Ja, Prost. Lost Planet 3. Prost. Willkommen beim Bierdacher Podcast Nummer 230. Heute begrüßen Sie der Gregor, der Stefan, der Dennis und der Horst. Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Außerdem an unsere Flatterer, Ayuvo und Bernd Schlappsee. Danke fürs Flattern, Leute. Ja, danke. Und auch alle anderen Flatterer, die uns monatlich flattern. Noch. Irgendwie ist es ein bisschen still geworden um die Flatterer, ein bisschen zu still, aber na, ist ein anderes Thema. Was für Themen haben wir denn eigentlich? Ja, dann fange ich gleich an. Dank euch, weil in der Vorbereitung haben mir die anderen erklärt, was ich erlebt habe. Ich habe einen James-Bond-Film im Kino angeschaut. Ich kann berichten, dass die neue Crawl-Version 0.17 draußen ist. Ich habe nicht lassen können, die Maker Faire Italy zu trollen über Creative Commons lizenzierte Fotos und kann davon Wundersames berichten. Und vom International Open Magazine kann ich berichten, dass ich dank dem Christian jetzt weiß, was Vagrant ist. Das ist ganz was Cooles. Ich erzähl's. Ja, ich habe noch immer im Theater Tolstoi gesehen, nämlich Die Macht der Finsternis. Außerdem habe ich diverse Spiele mir angesehen und zugesehen, wie sie gespielt wurden, nämlich Red Faction Guerilla, Lost Planet 3, Remember Me und die Geheimakte Tunguska. Außerdem habe ich mal auch ohne Kompass gespielt. Ich habe Call of Cthulhu gespielt, Pen and Paper Rollenspiel. Basierend auf den Geschichten von H.P. Lovecraft. Und etwas, was wir schon hatten, habe ich diesmal mir nicht nur vorgenommen anzusehen, sondern war auch im Kino, nämlich Der Marsianer. Oh, hoi. Und man muss dazu sagen, du hast diese Themenliste vom Titanpad abgelesen. Ja, Titanpad das Rules. Wirklich, also, das ist, wenn man mal angefangen hat. Ja, wir lachen jetzt alle, weil ich habe mir vorgenommen, mitzustoppen, damit ich endlich mal beim Shownote-Machen schneller werde, aber es ist prompt vergessen. Das heißt, wir haben jetzt eine Diskrepanz zwischen Stoppuhr und Shownotes von... Ach, lass uns einfach neu anfangen. Jetzt ist null. Nein, das ist alles viel schwieriger. Jede Klarheit ist beseitigt. Also ich tauche heute kein Bier, ich tauche heute Ayran und das aus aktuellem Anlass. Ich habe ein Tech-Thema, ich habe in meiner Vergangenheit gekramt und ich habe auch einmal Python programmiert und im Zuge dessen eine Internet-Radio-Appliance programmiert, über die werde ich ein bisschen erzählen. Ich habe ein paar Fahrradtipps, da wird es unter anderem LKW-Planning gehen. Ich werde erzählen über die, oder Ausblick geben auf die Euroku 2016, die European Ruby Conference. Ich werde reden, wie man am hübschesten Präsentationen ins Web bekommt, ohne PowerPoint, ohne irgendwelche anderen Services zu verwenden. Und ich empfehle wieder einen Podcast. Podcast, super. Ich fasse zusammen, er spricht zum Schluss über Impress. Nein? Okay, schade. Das ist nämlich tatsächlich auch etwas, okay. Kann ich ein andermal drüber reden. Ich habe genug Themen. Also zum Ersten, wir hatten beim letzten Mal von jemandem Velomobil vorgeschlagen bekommen als Thema. Ich habe dazu zwar nichts zu sagen, aber... Was mich nicht hindert. Was mich nicht daran hindert zu sagen, komm einfach vorbei und wir können hier drüber reden, weil das ist, glaube ich, vor Ort viel besser. Angebot. Ich wüsste nicht, was ich drüber reden soll. Also für mich ist das alles selbstverständlich. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ich fahre mit dem Ding und ich kenne mein Fahrrad bis ins kleinste Detail. Man kann mich sogar fragen, was für Schrauben an meinem Fahrrad dran sind. Ist kein Problem. Kann ich ad hoc beantworten. Und für mich ist das alles selbstverständlich. Deswegen
kann ich so nicht direkt darüber reden, was Leute da überhaupt ich dran haben. Ich stelle mir das Spiel vor, sie kommen mit ein paar Schraubenmuttern und sonstigen Kleinteilen zum Biertaucher-Podcast, leert ihr am Tisch aus und sagen, Dennis, fehlt dir etwas? Ja, es ist ja auch möglich, dadurch, dass wir jetzt dieses großartige Titanbett führen für unsere Themensammlung, dass ihr dort die Fragen, falls es geografisch oder zeitlich oder beides nicht ausgeht bei euch, schreibt einfach rein und dann kann die Fragen ja dann im Podcast beantwortet werden. Das ist vielleicht auch kein schlechter Mechanismus. Ja. Zu meinen eigentlichen Themen, ich wollte ein bisschen Werbung machen für die Serviette, wollte etwas, ja, klingt ein bisschen nach Anti-Werbung, zum Fairphone, zum meinem alten Fairphone machen, wollte extremes Ranten zu MongoDB und im Ausgleich dann die PostgreSQL-Datenbank in den Himmel loben. Und vielleicht rede ich dann auch über Dungeons and Dragons, aber nur hinzugefügt zu Gregors Thema, weil ich halt auch Dungeons and Dragons letztens gespielt habe. Mhm. Cool. Ja, was haben wir dann als nerdigstes Thema? Du hast, glaube ich, ein Tech-Thema. Sonst fange ich an mit Vagrant. Ja, das ist sehr, sehr... So, jetzt muss ich dann noch aufschreiben. 3,50 plus Delta Ostverzögerung. Ja, Wahnsinn, ja, wir sind so kultiviert. Also du musst auch betzen, dass der Dennis die absolut lächerlichste Themenliste hat. Das ist ein besserer Zettel. Ich habe wenigstens einen abgerissenen Block. Ich schaue aufs Titanpad. Mir wischt sein Titanpad auf seinem Smartphone und der Stefan hat überhaupt ein Buch in ausgewachsenen Punkten. Mir wurde dieser Zettel und mit, wie nennt man das, unter freundlicher Unterstützung von Stefan gegeben. Meinen Stift habe ich selber mitgebracht. Obwohl ich jetzt auch eine Stiftspende von Stefan bekommen habe. Ich hatte diesmal selber einen mit. Als echter Biertaucher solltest du auf einem Bierdeckel deine Themen sammeln. Oh, okay, ich habe noch ein zweites Thema und zwar Rechnungen in Köln. So. Die auch vom Finanzamt akzeptiert werden. Sehr gut. Okay, lasst mich reden über Vagrant. Also es geht um mein Horst und meine große Liebe zu statischen Blogs, die mit Pelican Python generiert werden, für mein Projekt International Open Magazine derzeit. Und da hatte ich beim letzten Mal ja schon gesagt, ich habe ein paar Probleme gehabt, dass gewisse Jinja-Sachen nicht funktioniert haben. Also konkret, ich wollte eine if-edif-else-Klausel in meiner Webseite drin haben, dass abhängig vom Wert einer Variablen eine Überschrift gezeigt wird oder nicht. Und dazu ist dieses Jinja gut, das soll das können, und das hat aber nicht funktioniert. Und zuerst habe ich eben gedacht, also mir wurde der Tipp gegeben, dass es an meiner Pelikan-Version liegt, und dann hat mir der Christian Wurzinger eben einen Patch gegeben und der hat so ausgeschaut, ich habe jetzt eine VM installiert sozusagen in dem Verzeichnis, in dem ich normal meine HTML-Files, also meine Pelikan-Rohfiles bearbeite. Dort hockt eine ausgewachsene virtuelle Maschine. Und diese virtuelle Maschine, die startet in meinem Ubuntu-Linux, startet die ein Debian-Linux, weil das nicht diesen Fehler produziert. Okay. Ja? Und jetzt wird es aber noch besser. Die virtuelle Maschine und meine echte Maschine teilen sich dasselbe Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen, also denselben Tree. Mhm. Und das geht über ein System, das heißt Vagrant. Ich habe das nicht gekannt. Okay. Das startet man mit Vagrant ab und dann ist es in dem Verzeichnis, wo du arbeitest, hockt jetzt die virtuelle Maschine und arbeitet auch in dem Verzeichnis. Und dann kann man sich mit Vagrant SSH sogar in diese virtuelle Maschine einloggen. Mhm. Und dann hast du cd/vagrant, hast du dann sozusagen ein Verzeichnis in dieser virtuellen Maschine, was dein wirkliches Verzeichnis auf der Festplatte ist. Also als würden zwei Computer auf ein geshartes Laufwerk zugreifen. Und der Gag davon ist eben genau das, was ich gehabt habe. Wenn in deiner eigenen Linux-Konfiguration irgendwas halt nicht geht oder nicht so konfiguriert ist und bei einem anderen, sagen wir Standard Debian oder sonstiger, funktioniert das, kannst du sozusagen dieses so Standard Debian benutzen. Klingt nach modernen Computing. So. Ja, also es ist ein sehr, sehr aufwendiger Patch, aber es funktioniert und ich bin sehr begeistert eigentlich. Mhm. Ich denke, es ist auch eine hübsche Sache, wenn man irgendwas tun will, aber sich nicht die eigene Linux-Version zusammenhauen will damit. Ja, sehr gut. Also einfach zu Containern. Also so ja, ne? Containers da. Wie man sich auch sonst virtuelle Maschinen benutzt eigentlich. Genau. Ich würde da gerne mich ein bisschen dranhängen.
das Tool ist entwickelt worden, um in Firmen für Entwickler gleich aussehende Entwicklungsumgebungen zu schaffen. Also es ist hochskriptbar und es ist auch ohne Probleme, dass man dann die virtuelle Maschine am Schluss des Tages zum Beispiel wegschweißt, weil sie eben doch nicht den Anforderungen, die man da im Tag hineingesteckt hat, genügt, und am nächsten Tag in der Früh spinnt man sich sozusagen eine neue virtuelle Maschine hoch, lässt wieder das Skript durchlaufen, das erzeugt on the fly die virtuelle Maschine mit allen Randbedingungen, die man halt haben will als Entwickler, und hat dann wieder ein Tool genauso frisch sozusagen aufgesetzt, wie man sich das wünschen kann. Du kannst praktisch pro Verzeichnis auf deiner Festplatte eine eigene virtuelle Maschine installieren, die die Daten in diesem Verzeichnis und diesem Unterverzeichnis bearbeitet. Das Verzeichnis wird noch hineingemountet. Also das ist im Prinzip relativ egal. Du kannst beliebig viele virtuelle Maschinen, solange es dir mit dem Speicher ausgeht, ist das alles kein Problem. Noch ein Tool dazu, mit dem man dann auch die weitere Generierung sehr hübsch skripten kann, ist Vuei. V-E-E-W-E-E. Dass man vor das Vagrant und auch vor einige andere von diesen Providern spannen kann, um die Erzeugung von virtuellen Maschinen noch konfigurierbarer zu machen. Also ganz, ganz hübsche Tools zur Erzeugung von gleich aussehenden virtuellen Maschinen. Also wenn du jemanden anderen hast, dann mit dem du kollaborieren willst, kannst du ihm ein Vagrant-Skript geben und der kann sich das... Genau das ist passiert. Also ich habe das über GitHub bekommen, das Vagrant-Skript. Ich war sehr begeistert, dass es überhaupt so relativ flott funktioniert. Das ist auch eine Open-Source-Geschichte. Die Sache, da steckt der Firma dahinter. Am Anfang ein Mann-Unternehmung, der Hashimoto war das, die Firma dahinter heißt HashiCorp, mittlerweile sind die ein bisschen größer und bringen jetzt Tools raus zum Monitoren von solchen Umgebungen von virtuellen Maschinen. Also die ist auch recht aktiv mittlerweile, diese Firma. Ja, da habe ich ganz viele Fragen zu, weil ich mich mit Virtualisierung und so weiter auch ziemlich viel beschäftigt habe. Ist Vagrant dann eher so ähnlich wie UML, wie in einem einfachen Change Root, oder da wird sogar der Kernel da extra drin geladen? Ich passe an den Stefan, weil ich es nicht weiß. Es ist eine, ich würde eher sagen, es ist ein Provider, es ist eine Scripting-Umgebung, mit der du einen Hypervisor konfigurierst, um in dem dann eine virtuelle Maschine hochzuspinnen. Also kann es jegliche Hypervisor verwenden? Jegliche nicht, weil ich glaube, es läuft nur unter Mac und Linux, wenn ich mich richtig erinnere, wahrscheinlich BSD auch. Es funktioniert auf jeden Fall mit KVM, da habe ich es verwendet. Es funktioniert ziemlich sicher auch mit VirtualBox. Ich glaube, VirtualBox ist sogar der Standard-Provider, damit es leichter portierbar ist. Aber mittlerweile geht es auch mit KVM. Müsste ich wieder ein bisschen in die Details mich hineinwühlen davon. Ja, das ist ja schon eigentlich viel Information. Also VirtualBox, also das heißt, das komplette der PC wird sozusagen virtualisiert. Also nicht emuliert, sondern virtualisiert. Ja. Gut, ich mache weiter. Machen wir eine Esspause, ne? Pause, weil wir werden recht laut. 10 Minuten Pause. Okay. Nach 10 Minuten. Gut, wir sitzen vor. Thema Vagrant haben wir abgehakt. Ja, ich glaube schon. Zumindest für heute einmal. Ich habe in einigen alten Episoden gestöbert und da ist erzählt worden von einem Blinden, der versucht hat, seine Heizungssteuerung über ein Smartphone zu machen. Und diese Folge hat mich deswegen bewegt, weil mein Vater auch blind ist. Und auf der anderen Seite hat es mich erinnert, ein Projekt, das ich entwickelt habe für ihn, weil ja da unser Horst hier immer wieder erzählt über Python. Ich habe ja in meiner Vergangenheit durchaus auch Python entwickelt. Und, ja, tatsächlich. Und das Wort Vergangenheit lässt übles erahnen. Nein, es ist über 5 Jahre her, das ist für mich dann schon Vergangenheit. Und damals war die Geschichte so gerade modern mit den Internetradios. Das ist da ziemlich aufgekommen. Also die hat man sich kaufen können, da hat man zum Mediamarkt gehen können und hat so zwischen, weiß nicht, 100 und 150 Euro hinlegen können. Und dann so eine Appliance zu erstehen, die man per WLAN verbunden hat, nachdem man 70 Mal auf die Rechtstaste und 50 Mal auf die Linkstaste und dann immer... Kennt ihr diese? Das ist eine Krankheit, dieser Gadgets. Das war schmerzhaft. Ja. Hin und wieder hatten die Dinger auch Webinterfaces, aber auf jeden Fall für einen Blinden null bedienbar. Ich hatte so ein Ding selber auch zu Hause,
weil ich in einer Wohnung gewohnt habe mit sehr schlechtem Radioempfang. Also ich habe Ö1 über Webstream gehört, über dieses. Auf jeden Fall war das alles eine ziemliche Krise. Mhm. Und habe mir gedacht, wie könnte ich das für meinen Vater zugänglich machen? Und ich habe noch zu Hause herumliegen gehabt, wirklich herumliegen gehabt, einen EPC von der ersten Generation damals. Wow. Das war ein Notebook, 7 Zoll Schirm, ich glaube 640x480 oder 800x6, ja. Und so ein ganz kleiner Schirm. 512 MB RAM. Damals die Sensation, ne? Ja, ja, das war das erste Netbook, das herausgekommen ist. Der Rand war größer als der Bildschirm. Ja, das stimmt auch. Das ist übrigens super, kommt gleich die Erzählung, warum das so super ist, dass der Rand so dick ist, weil damit wird stabil, das Ding. Also das kannst du runterwerfen und da passiert nicht wirklich viel. Also, und dein Vater brauchte eigentlich nicht den Bildschirm, weil der auch kein Touch-Bildschirm war. Überhaupt war kein Touch-Bildschirm, ja. Er sieht ihn sowieso nicht. Mhm. Und die Zeit, in der er tippen konnte, ist auch über Jahrzehnte vorbei. In der Episode ist nämlich auch die Eva Papst vorgekommen, die er aus dem Blindeninstitut kannte, also die Frau war damals Leiterin auch vom Blindeninstitut und so weiter. Also ich kenne ein bisschen in diese Szene hinein. Und die Geschichte war die, ich wollte das halt zugänglich machen für ihn und bin dann auf die Idee gekommen, auf dem EPC war irgendein dubioses Linux drauf, das aber eh nicht wirklich zu gebrauchen war. Ja, das runtergelöscht. War ein Firmen-Linux, so ein ganz seltsames. Ja, das runtergelöscht und das, ich glaube, es ist ein aufgelöteter Speicher oder es ist eine SD-Karte, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Teils oder so. Habe auf jeden Fall auf dem dann Ubuntu drauf installiert und habe ein bisschen mit einem Python-Skript herumgeschrieben und das ist ganz hübsch. Dieses Skript habe ich jetzt wieder ausgegraben, um zu schauen, was ich damit eigentlich gemacht habe. Mhm. Das habe ich so gemacht, wenn der Rechner fertig gebootet hat, hat er sich einmal automatisch ins WLAN verbunden und hat sofort dieses Skript als erstes gestartet. Und dieses Skript hat über ein Modul, das man in Python laden kann, die Tastatur gehijackt sozusagen. Dass man im Prinzip mit der Tastatur nicht mehr viel machen konnte, weil das von dem Python-Skript alles abgefangen worden ist, jede Tasteneingabe. Und ich habe das dann so eben gemacht, dass jede Taste auf der Tastatur einer Senderstation gemappt war. Ah, das heißt, du hast endlich ein funktionierendes Radio. Ich habe ein funktionierendes WLAN-Radio daraus gebaut. Mhm. Und dann war es noch so eben, egal wo er drauf gedrückt hat, dann hat es eine Zeit gebraucht. Nicht? Und das ist ja so mit diesen Streams, da muss man eine Zeit lang buffern, weil sonst, das heißt, du drückst auf eine Taste, dann wartest 5-6 Sekunden und dann fängt der Radiostream an zu plappern und eigentlich weißt du nicht mehr wirklich genau, wenn du das Layout nicht perfekt im Kopf hast. Erstens, welche Taste habe ich gerade gedrückt und zweitens, welcher Sender verbirgt sich eigentlich hinter der Taste? Das heißt, du hast noch eine Voice-W-File abgespielt, die das sagt? Genau, die sagt... Also Instant Feedback. Instant Feedback beim Draufdrücken als erstes... Hat das ist erst, schon erst mein Smartphone illegal. Ist nicht so gut. Ja, ich ja, genau. Und muss immer warten und... und dieses WLAN-Radio, dieser EPC ist noch immer im Betrieb. Immer noch als Radio. Und immer noch als Radio, also dieses Ding ist echt gute Hardware gewesen. Mhm. Und jetzt, es macht 5 Jahre jetzt eigentlich nur mehr Ruhe, es muss also mindestens 6 Jahre her sein, dass ich das gemacht habe. Und der ist fast jeden Tag im Betrieb und geht noch immer. Na cool. Super. Es und, ist mehr als viele von diesen Netbooks von sich behaupten können, glaube ich. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass man aus manchen von diesen Geräten was ganz anders machen kann, als eigentlich gedacht war. Weil wofür es eigentlich gedacht war, weil also für mich war es nicht wirklich zu verwenden, dass man darauf was programmiert oder schreibt oder surft. Halt, das muss man auch dazu sagen, es war das erste Netbook und hat damals eine ganze neue Geräteklasse ins Leben gestoßen. Ja. Dafür war halt, ist es jetzt im Rückblick eine Totgeburt, aber ich kann mich auch erinnern. Also ich glaube, der OLPC war davor schon draußen. Ich glaube, der OLPC war maßgeblich dafür zuständig, dass das auch für den restlichen Consumer-Markt so angestoßen wurde, so rein als Idee. Ein Laptop muss jetzt nicht den und den Preis kosten und nicht die Größe haben, sondern kann eben auch so klein sein. Außerdem, glaube ich, war es ein bisschen ein Abfallprodukt von den DVD-Playern damals, diesen kleinen mit dem Bildschirm integrierten. Ich glaube, da haben sie dann einfach andere Hardware reingeschoben. Nein, das glaube ich nicht. Ja, das war auch noch nicht ganz so ernsthaft gemeint, dieser zweite Einwurf. Und den OLPC hast du bei uns nicht in den Geschäften einfach gekriegt, während der EPC, der war richtig Consumer-Elektronik, den hast du richtig einfach gekauft. Beim OLPC hat zum Beispiel Programme gegeben, dass du kaufst dir zwei OLPCs, einer wird benutzen, aber er war nie so für den breiten Consumer-Marketing und dann ist das losgetreten worden. Ich hatte einen Aspire One, kann ich mich erinnern, das war der von Acer, mit einem furchtbaren Linux drauf namens Limbus. Wer das gesehen hat, hat das verflucht. Er hat gesagt, Linux schaut so aus, das ist ja schrecklich.
installiere ich mir gleich ein Windows XP drauf und damit waren sie dann noch unglücklicher meistens. Und ja, also wirklich, also diese Dinger hatten entgegen den anfänglichen Erwartungen wirklich einen sehr begrenzten Einsatz gedient. Ja. Aber ich hab auch noch einen zu Hause, zumindest so als lapidare Surfstation, an einem Monitor Dauer angeschlossen laufen. Es geht. Mein OLPC, den ich zu Hause habe, funktioniert auch noch. Du hast einen OLPC? Ja, ja, ich habe einen. Ich habe auch einen, wie heißt das nochmal, ein Neo Freerunner. Also das Telefon. Ja, das ist so eine. Ich habe da ein paar Geräte, die sind ein bisschen Freerunner. Ausgefallen. War das aus der OpenMoco-Ecke? Nein. Ja, genau. Ja, doch. Ja, ja. OpenMoco war ja, ach, das waren ja noch Lichtblicke. Die waren ja, ja eigentlich nur zu früh dran, sag ich. Aber ja, genau, richtig. Und ein paar Fehler haben sie gemacht. Aber Fokus, okay. Meine Herren. Alles, kann ich das nächste Mal ab sofort. Okay, und jetzt kommen noch ein paar Themen. Teppiche, Tapeten. Ach du, so schnell kannst du nicht mitschreiben. Ja. Das ist wirklich so, ich schreibe ja jede Woche die Stunde, also manchmal denke ich mir, worüber reden die Deppen jetzt eigentlich? Es kommt nur ein Keyword nach dem anderen, was nichts miteinander zu tun hat. Die Betonung liegt auf Deppen. Wir bemühen uns. Nein, tut's mir. Okay. Wir hatten noch ein paar Tech-Themen. Ich fädel's noch kurz zusammen. Ja. Wer sich für das interessiert, ist ein ganz einfaches Skript, liegt unter meinem GitHub-Account unter github.com/haslinger/internetradio. Das ist wirklich ein Skript. Und auch für Nicht-Blinde verwendbar. Für Nicht-Blinde verwendbar und ich glaube auch für Nicht-Programmierer verstehbar, weil es wirklich und ganz ein super Skript Recycling ist. Für alte IE-PCs. Ne? Ja, ja. Weil da habe ich auch zwei zu Hause. Ja. Tada. Okay. Entschuldigung, ich muss mir die Themen für nächste Woche schon aufschreiben. Okay. Habt ihr Nerdiges? Ja. Ja, okay, bitte. Ja, einmal mein Fairphone. Es funktioniert nicht mehr. Die Batterie ist aufgegangen. Also aufgegangen ist aufgebläht. Dieses bekannte Bloated Battery Problem, das gibt es bei sehr vielen Herstellern. Und ja, mein Fairphone ist jetzt leider an dieser Batterie. Aber kann man beim Fairphone nicht den Akku tauschen? Das wollte ich jetzt sagen. Jetzt nimmst du wirklich die Pointe. Ja, aber sehr gut, ja. Im Prinzip, ja, das Hörspiel hat jetzt nicht ganz funktioniert. Ja, also ich habe tatsächlich dann mir gedacht, der Akku lässt sich ja wechseln. Ich habe Ernüchterung. Ja ein Fairphone, ich bin ja kein richtig, verschweißter genau. Akku-Konsum-Trottelkäufer. Ja, und gehe auf die Homepage, out of stock. Nein, es gibt keine Akku. Du kannst ihn tauschen, aber du kriegst keinen Reserve-Akku. So sieht's aus. Ich habe dann als erstes wegen Bloated Battery den E-Mail geschrieben, weil das ist ein bekanntes Problem. Und sie haben es auch geschrieben, dass man sich beim Service melden soll. Habe eine E-Mail hingeschrieben und eine Woche später ungefähr, also nicht eine Woche, bitte Quatsch, ein paar Tage später, eine halbe Woche ungefähr später, habe ich dann eine Antwort bekommen, dass sie derzeit den Hersteller der Batterien wechseln. Wegen dem Fairphone 2 ist auch das Fairphone 1 eben davon betroffen. Mhm. Und deswegen wird es jetzt ein paar Wochen dauern, bis die ersten Batterien geliefert bekommen. Mhm. Also sie stellen sie wieder her demnächst. Sie aber sind nur dabei, das Ganze zu initialisieren. Na gut, das geht und aber da bin ich schon. Ja, und dann am Schwarzmarkt und eBay und so hast du nicht geschaut? Ja, eBay mag ich nicht so gern. Will haben habe ich jetzt schon geschaut. Da gibt es nur einen, der versucht, ein Fairphone für 350 Ocken zu verkaufen. Da habe ich mir gedacht, was? 350 Ocken? Und dann steht da auch noch dabei, First Edition und hat ein Bild da dran abgebildet und da ist das Fairphone zu sehen von der Rückseite und es ist überhaupt keine First Edition. First Edition lässt sie nämlich daran erkennen, dass da First Edition auch draufsteht auf diesem Metalldeckel, bei dem stand es überhaupt nicht drauf. Ja, ich habe aber eine First Edition. Und die Achtung, bei Fairphones muss man darauf achten, wenn man die First Edition hat, die Akkus passen nicht in das andere rein und umgekehrt. Wurde mir jedenfalls gesagt. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall soll man da angeblich drauf achten. Und das nächste wird bei mir ein OnePlus 2 werden wahrscheinlich mit eingebautem Akku, weil es sowieso nichts hilft. Ich habe mich auch umgeschaut wegen einem Oppo. Da kann man nämlich den Akku auch wechseln. Dort wird der Akku auch nicht mehr hergestellt. Also bei denen wird er nicht mehr hergestellt, beim Fairphone wird er wieder hergestellt. Das ist natürlich eine herbe Enttäuschung gewesen. Find 7 hatte ich mir gedacht, kaufe ich mir ruhig ein gebrauchtes und kaufe mir dafür für gerade mal 18 Euro oder 19 Euro einen neuen Akku dazu. Wäre toll gewesen, ja, wird leider nichts draus.
Ja, das ist mein erstes nötiges Thema. Ja, bin neugierig, was du vom OnePlus 2 dann berichten wirst. Weil wenn ich es mir kaufe. Wenn du es dir kaufen solltest, weil die haben ja dann eine eigene Version von Android drauf. Ja, die hatten vorher mit CyanogenMod, aber die haben sich irgendwie sind über Kreuz gekommen und haben dann darauf beschlossen, eine eigene Version zu putzeln. Und es gibt ja auch inzwischen das OnePlus X. Okay. Das ist ein Gerät, das ist, würde ich sagen, dem Z3 oder Z5 von Sony ähnlich, mit Glasgehäuse und exklusiv 10.000 produzieren sie mit einer Keramikrückseite. Oi. Und das wäre dann schon interessant für mich, weil das ist ein bisschen bruchsicherer als Glas, so die Hoffnung. Aber ich werde da nie einen Invite für bekommen, also lasse ich es direkt sein. Schade, dass ich das jetzt nicht als Werbung für einen Invite bewerten kann, weil das ist ja ein Invite-System. Ja, ja, noch immer. Also beim OnePlus war nicht mehr, aber beim OnePlus 2 und beim OnePlus X ganz extrem. Ja. 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 Noch mehr nötige Themen? Nerd-Thema, jemand? Ja. Nerd-Thema, Podcast-Tipp. Ich weiß nicht genau, ob sie schon genannt worden ist, dann mache ich es kurz. Wiederholung ist gut. Ubuntu UK Podcast. Oh ja. Das ist ein sehr hübscher englischsprachiger Podcast von 4 Personen, eine Dame und 3 Herren, die im Titan-Pad auch stehen. Also sie werden den Shownotes mit dem Namen auch komplett sehen. Bitte, ich möchte für Sven und alle anderen beeindruckten Hörer das jetzt festhalten. Wir haben etwas im Titan-Pad stehen, einen Link, bevor die Sendung noch aufgezeichnet ist. Die letzten 3 Folgen war das so. Ja, das ist ein absoluter Luxus. Ich höre es gerade momentan nicht, weil ich ein bisschen Podcast-Overload habe, habe es aber vorher eigentlich über Jahre kontinuierlich gehört. Die sind mittlerweile in der 7. oder 8. Season, also die gibt es schon ewig und 3 Tage. Musst mal erklären, wie eine Season bei Podcasts funktioniert. Ja, das ist auch interessant. Ich glaube, sie machen 10 Folgen oder 12 Folgen oder so. Dann sagen sie, die Season ist jetzt vorbei. Ja, genau. Und zwei pro BBC-konform als britischer Podcast. 13 Folgen und die Season ist zu Ende. Ja. Ich habe auch eine Zeit lang gehört. Was ist 230 durch 13? Hat hier jemand einen Taschenrechner oder sowas? Keiner mit einem Smartphone? Ah. Die stammen aus der englischen Ubuntu Community, da gibt es ja diese Ubuntu Local, Ubuntu, heißen die Local? Nein, die heißen Loco Teams, so ist es. Ubuntu. UK Loco Team, da sind sie raus, deswegen dürfen sie auch den Namen verwenden, da ist Ubuntu immer ein bisschen, oder Canonical immer ein bisschen heikel, was den Namen Ubuntu angeht. Ja. Sie reden natürlich sehr viel über Ubuntu, aber ich finde sie nicht extrem extreme Fanboys, also ich finde es recht angenehm zu hören. Ja. Und ein sehr lockerer Sprech. Man hört auch immer wieder ein bisschen dann die Referenzen zum OCCamp und damit zu den anderen Podcast. Danke, herrlich. Du weißt immer genau, welchen Podcast ich habe. Die ja da auch noch ein bisschen inkludiert sind. Also das ist so diese Szene dort rundherum und das sind alles recht nette Leute, denen man sehr angenehm zuhören kann. Und reden die so ganz toll britisch und sagen yes indeed? Sie reden britisch, aber sehr unterschiedlich britisch, weil sie aus unterschiedlichen Gegenden stammen. Insbesondere von der Laura, den Akzent finde ich einfach herrlich. Also das ist doch sehr interessant, dem alleine zuzuhören. Schon das ist es wert, hineinzuhören. Dass die Engländer halt doch sehr unterschiedlich klingen. Ja, ich habe den auch, also ich höre den auch gern, höre ihn zurzeit auch nicht wegen Podcast Overload. Und habe beschlossen, so innerlich, dann, wenn einmal Unity 8 rauskommt, dann steige ich wieder ein ins Ubuntu-Podcast. Ja. Ja. Jetzt musst du noch erklären, was Unity 8 ist. Also grafische Oberfläche. Es ist ein bisschen, also nur in 2 Sätzen, die Krux am Ubuntu zurzeit ist, dass unter dem Desktop irgendwie nur noch Bugfix-Releases rausgegeben werden. Das ist Unity 7, das jetzige irgendwie, das verwendet wird. Das ist so im Dauertiefschlaf, weil sie bauen an ihrem tollen alles können. Unity 8, Unity Next, Ubuntu Touch, wie man es auch wirklich nennen wird, eine Benutzeroberfläche, um sie alle zu einen, und sie ist auch sicherlich nicht schlecht, nur sie hat ein Problem, sie kommt nie raus. Und ich schaue jetzt schon seit einigen Jahren irgendwie drauf, dass da sich was tut, weil das eben auch für das Ökosystem Ubuntu nicht gut ist, weil sich jetzt so lange nichts tut unter dem regulären Desktop-Version. Und ja, schauen wir mal, sie lassen sich ja bedeckt. Und einen Radler bitte noch. Und für mich bitte einen Eimer.
so viel. Aufs Ubuntu hänge ich mich kurz, Ubuntu, ja. Aufs Unity hänge ich mich noch kurz drauf, dann verwende doch nicht Unity, verwende doch den Mate Desktop. Ah ja, auch Ubuntu Mate. Ja, ja, es gibt eigene Deverate. Genau. Und um wieder die Schleife zu. Oder Deverate kann man gar nicht sagen, andere die Oberflächen. Die Überleitung wieder zu kriegen zu meinem Podcast, der soll ja gehört werden. Es gibt ja mittlerweile auch einen offiziellen Ubuntu Spin mit Ubuntu Mate. Mhm, okay. Und die beiden Core-Entwickler davon sind der Martin Wimpress und der Tim Pope. Und die sind beim Ubuntu UK Podcast. Ah, das heißt, ich als Mate-User kann da direkt sozusagen den Core-Entwicklern zuhören. Habe ich das erstens mit den Core und auch mit denen kann man auch wirklich reden. Also die sind sehr approachable, wie die sehr Engländer cool. vielleicht sagen. Sehr nett. Ja, Mate wollte ich mir auch mal anschauen eigentlich. Ist das nicht doch bei Linux Mint die Default der Benutzeroberfläche der Mate? Eine der beiden. Ja. Einer der beiden. Cinnamon und Mint. Genau. Und das Mint ist dann zu einem wirklichen eigenen Projekt geworden und das ist da der das Mint, sage ich, das Mate genau. wurde dann zum Mate Desktop richtig, also volles Projekt und aus dem wieder dann heraus ist der Ubuntu Mate Spin entstanden. Und mittlerweile haben sie das auch wieder portiert für diverse krude Hardware-Architekturen wie Raspberry Pi und Co. Also, weil es ja doch eine relativ ressourcensparende ist. Und ich finde sie auch echt sehr angenehm zu verwenden. Verwendest du auch ein Mate gerade? Ich verwende seit, ich glaube, 1,5 Jahren eigentlich mittlerweile überall nur mehr Mate drauf. Mhm. Und zwar in der Variante, die am ehesten die alte GNOME 2 Variante ist. Das heißt also oben ein Panel und unten ein Panel. Mhm. Und noch eine ganz nette Geschichte ist, sie haben ein Skript integriert. Da gibt es zwei Optionen. Das eine, glaube ich, heißt Default oder Classic. Das ist diese Zwei-Panel-Variante. Und die andere nennen sie, glaube ich, Redmond, wenn ich mich richtig erinnere. Das macht dann quasi den XP-Bildschirm nach. Also man hat dann nur eine Leiste und links unten diese Startmenü. Ja. Und das ist dann, glaube ich, ist meiner Meinung nach die benutzerfreundlichste Distribution, wenn man jemanden von XP zu Linux rüberziehen will, weil sich das sehr ähnlich dem alten XP verhält und sehr wenig extra erklärt werden muss, weil man einfach über die Menüs sich handeln kann. Ja. Benutzt jemand zurzeit, noch eine kleine Frage, GNOME Shell, einfach die GNOME Shell? Wollte ich auch fragen. Ja? Keiner. Du hast sie doch mal benutzt, oder? Ich habe sie benutzt und ich finde sie schön zum Ansehen, aber sie macht mich verrückt und wahnsinnig und deswegen habe ich sie da abgehört. Also ich habe ein Problem mit diesen Kornern, wenn der Fokus weggenommen wird. Also bei der GNOME Shell ist es so, die wollen ja weg von dieser Taskleiste unten oder so, sondern wenn du Applikationen wechselst, dann tappst du dich entweder durch oder du fährst in den Hot Corner links oben rauf und du hast eine Ansicht auf deine Desktop, wo alle kleinen Fenster angezeigt sind. Aber das scheint nach einer guten Idee für viele und wahrscheinlich, wenn man damit umgehen kann, ist es das auch. Für mich ist, und das hat mich auch schon beim Windows 8, war das glaube ich so fertig gemacht, wenn ich irgendwo hinfahre mit dem Mauszeiger und ich bin auf einmal nicht auf dem Desktop, sondern irgendwo anders. Ja, ja. Und das reißt mich irgendwie so aus meiner Struktur und meinem Prozess heraus, dass ich mich fühle, okay, jetzt habe ich keinen direkten Einfluss mehr, ich bin eine Ebene weiter und keine Ahnung. Wir wollen den Startpunkt. Ja, auch nicht, aber ja, mal schauen. Es war ja, ist es trotzdem gut, dass da Ansätze entwickelt werden, die jetzt vom klassischen Konzept stärker abweichen. Um dazu zu hören, ich bin jetzt auch seit circa einem halben Jahr oder so sehr zufriedener Mate-User. Mate, also dieses Ubuntu Mate gefällt mir besser als das Standard Ubuntu mit diesen Links-Leiste und oben dieses Menü, was nie funktioniert und immer so lange braucht. Ja, also eins, was ich mir noch anschauen würde in Sachen Oberfläche, gerne mal irgendwann, wenn ich in ein freies Device und ein kaputtes System habe und was neu aufsetzen muss, das wäre das Elementary OS. Ist das schlimm, oder? Also solange man nur die Komponenten verwendet, die mit Elementary OS mit installiert werden, ist alles super happy dandy Mac OS X-like. Und in dem Moment, wo man irgendeine Applikation dazu installiert, die sie nicht vergenusszwergelt haben, beißt sich die optisch so mit dem ganzen Rest, dass es nicht anzuschauen ist. Das war meine Befürchtung dahinter. Es ist Ubuntu-basierend. Ja. Und es ist eben ein Projekt, das einen hübschen Desktop für Ubuntu machen will. Auch einige Applikationen haben sie selber entweder umgeschrieben oder wirklich neu geschrieben. Also einen neuen File Manager, wenn ich mich richtig erinnere. Also basiert auf GTK. Ja. Basiert auf GTK und haben auch Developer Guidelines, was das grafische Geschichten angeht, dass es konsistent wird. Nur halt relativ wenige Applikationen, die wirklich
umgesetzt worden sind. Relativ kleine Community. Installation ist gar kein Problem, funktioniert einwandfrei, ist auch sozusagen alles Standard Ubuntu und funktioniert in sich konsistent. Aber in dem Moment, wo ich eine zusätzliche Applikation installiert habe, hat das einfach nicht mehr konsistent ausgeschaut. Und dann dachte ich, na, dann ist es eigentlich, dann ist der Gag weg. Ja, das ist ja. Da bin ich auch ein gebranntes Kind von früher, wie ich mit Linux angefangen habe, habe ich so geliebt, große Icon-Themes und endlich kann ich mir das herrichten, wie es ist. Aber es war dann auch immer zu Inkonsistenzen geführt, weil du, wenn du irgendein Programm hast, das dieses Icon-Theme nicht unterstützt, und dann schaucht man nur noch auf dieses eine Icon. Aber ja, so ungefähr ist das auch eine Problematik bei solchen Geschichten. Also ich benutze seit 1980, na, seit 1997 eigentlich durchgehend den KDE und bin immer noch zufrieden. Der Cool-Desktop. Ja. Oh ja, war doch, oder? Darf ich mal über GNOME ranten? Nein, das war doch die offizielle Abkürzung, war das nicht? Desktop, kann sein, ja, ja, stimmt. Ja, ja, richtig, das ist das Projekt. Ja, weil ich den schön konsistent fand und von den Funktionalitäten her immer toll fand. Und eigentlich immer passte. Sie waren immer so schöne Schritte, in die ich selber gehen wollte. Und das war GNOME nie. Und bestes Beispiel, jetzt, oh, ein Eirat kommt. Dankeschön. Jetzt muss ich mal. Erstmal einen Schluck nehmen. So. GNOME fand ich nie gut. Also, GNOME wollte ich nie benutzen. Ja, und okay, da geben sich auch so viel Mühe mit Human Interface Guidelines. Ja, genau. Aber genau das ist es gerade, was sie falsch machen. Sie gehen zum Teil, die schreiben Guidelines, die toll und schön sind, aber sie entfernen sich eigentlich dann doch wieder von den Benutzern. Bestes Beispiel ist, was würde man erwarten, wenn man ein Icon eines Laufwerks auf dem Desktop sieht und dieses auf den Papierkorb zieht? Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten. Die Festplatte wird geschreddert. Ja, das würde ich auch noch erwarten. Ja, das wäre auch noch diese CD-Klappe auf und die Festplatte fliegt hinaus. Ne? Ja, wäre ich auch noch mit dem CD-Laufwerk, ist das eine Option. Ja, bei der CD wird es auch noch funktionieren. Ja, Mac OS und Mac OS X haben das ja so. Du ziehst es drauf und das Laufwerk wird ermountet. Beim KDE ist, glaube ich, dann einfach das Icon weg. Das war's. Oder wenn die Festplatte geschreddert wird, kann ich auch noch irgendwie verstehen. Und lass mich raten, GNOME macht RMR oder? Nein, GNOME macht Folgendes. Es poppt ein Fenster auf, in dem steht, wenn Sie dieses Laufwerk entfernen wollen, drücken Sie das Kontextmenü und geben dann Laufwerk aushängen an. Ah, okay. Sie also, weisen nicht auf die richtige Benutzung. Ja, und das ist so eine Bevormundung und es ist so unintuitiv. Es ist schrecklich. Ja, du reißt dich ja mit keinem Unbekannten ein bei der Kritik, oder? Der Linus Torvalds hat auch mal so einen einen Rant abgegeben über die Thematik. Hat sie, glaube ich, eine Horde masturbierend Affen genannt. Und dann war es aber auch wieder erledigt. Er hat sich über irgendeine Druckergeschichte ärgert. Ja, genau, richtig. Das war jetzt das Zweite, was ich nennen wollte. Der Druckerdialog, wo sie die Funktion, statt besser zu machen, eine Funktion weggenommen haben. Also, Minimalismus ist eine tolle Sache. Meine Software basiert auch meistens darauf, dass ich alles hinterfrage, brauchen wir das wirklich, weglassen. Aber beim Druckerdialog bestimmte Optionen zu sparen, ist wirklich die ganz falsche Angelegenheit, weil da möchte ich eigentlich mehr Optionen haben. Mhm. Ich möchte natürlich einen einfachen Dialog und dann erweitert haben, das ist in Ordnung. Aber sie haben wirklich die Funktionen nur weggenommen und ja, das geht gar nicht. Ja. Ja, deswegen mag ich GNOME nicht und es hat sich nicht gebessert irgendwie, sondern es hat sich nur noch verschlimmbessert. Sie sind dann den Microsoft-Weg gegangen, indem sie gesagt haben, ja, es muss alles auch für Touch geeignet sein, sodass es für Mausbenutzer eigentlich nicht mehr wirklich angenehm war. Mhm. Und das bestätigt mich irgendwie darin, GNOME nicht benutzen zu wollen. Nimm Mate. Aber mit KDE, was hast du für eine Distro mit KDE derzeit? Kubuntu? Oder? Sehr unterschiedlich. Kubuntu habe ich auf einigen Systemen. Xherbo. Das ist so eine ganz geekige, das ist eine Abspaltung von Gentoo mit ähnlichem Packet Manager, aber viel, viel schneller als Gentoo. Aber alle mit KDE.
Ja, alle mit KDE. Und du bist zufrieden mit dem KDE? Ja, also außer mit denen, wo gar kein Bildschirm dran angeschlossen ist. Das ist bei mir nämlich die Mehrheit. Ich habe 10 Rechner, wo gar kein Bildschirm dran ist, aber nur 3 mit Bildschirmen. Und ja, überall KDE. Noch ein Nerd-Thema, sonst habe ich so Nerd-Polit-Themen. Ich habe noch. Ja, ja. Ah, okay. Ein Nerd-Thema, ich habe jetzt angekündigt, Präsentationen ins Web kriegen. Ah, ja. Ich finde ja diese ganzen Applikationen, mit denen man Dokumente erstellt, sind keine gute Idee. Also so LibreOffice oder sonst irgendwas. Also das ist meistens riesige Binary Blobs oder so eine Mischung aus Textdateien, die dann gezippt werden, vielleicht noch in irgendwelche XML-Dialekte eingepackt und so weiter. Das ist sehr schön umschrieben. Ja. Was willst du eigentlich? Du willst dein Publikum beeindrucken mit tollen Vortrags-Hintergrundfolien? Oder? Ich möchte mit möglichst wenig Aufwand einfache Präsentationen dem Publikum geben können. Einerseits live, während sie bei meiner Präsentation zuhören, aber auch nachher, wenn sie die Slides nachher haben wollen, sollen sie die sich einfach nehmen können und möglichst auch einfach weiterverarbeiten können, ohne dass ich ihnen noch irgendwelche anderen zusätzlichen Tools reindrücke. Ja, JPEG oder Vektorgrafiken. Es ist super zu bearbeiten dann. Ja, ja, Bilder im Nachhinein nachzubearbeiten. Das ist so wirklich. Ich will den Text austauschen. Mit kleiner GIMP-Schule. Oder aber mit Vektorgrafiken wäre es fast pädagogisch. Ja, genau. Postscript am besten. Dass die Leute auch gleich Postscript haben. Also, wir haben so der Podcast, glaube ich, Stücken gehabt, die machen alles mit LaTeX, auch ihre Folien. Ja, das ist üblich. So, hardcore bin ich. Was das angeht, nicht, weil die meisten Leute, die ich kenne, würden nichts damit anfangen können, dann mit den Files. Und außerdem, das Publizieren im Web ist auch nicht so einfach. Mhm. Aber was du vorher schon gesagt hast, HTML ist schon der richtige Weg. Mhm. Nur HTML ist an und für sich einmal nicht unmittelbar dafür gedacht, dass man Präsentationen macht, also so einfach weiterschalten. Markdown. Genau. S5. S5, wollte ich auch gerade sagen. Eine Weiterentwicklung dessen. Also S5 geht auch in die Richtung. Es gibt einige so Tools. Zusammengefasst sind das eigentlich immer JavaScript-Bibliotheken. Man schreibt eine HTML-Seite, bettet die eine JavaScript-Bibliothek ein und hat dann die Möglichkeit in einem Markup-Format, das kann entweder HTML sein oder Markdown oder was ähnliches, seine Präsentationen zu beschreiben. Und wenn man sich dann diese Webseite ansieht, dann hat man einfach Slides vor sich, die man mit Cursor rechts, Cursor links oder... Das macht dann das JavaScript. Das macht das Darstellen. Nicht Microsoft Office kaufen. Dürfen. Ganz genau. Das ist alles. Das sind auch die zwei, die ich jetzt nenne, sind freie Bibliotheken, die man sich einfach runterladen kann von GitHub oder von den Webseiten von den Projekten. Und auch einfach lokal dann ausprobieren kann. Die erste, mit der ich relativ lang gearbeitet habe, heißt reveal.js. Das ist ebenso eine JavaScript-Bibliothek. Allerdings, was mir nicht so ganz gefallen hat, wenn man den Markdown schreiben will, dann muss das in einer extra Datei sein und das funktioniert auch nur dann gut, wenn das auf einem Server liegt und nicht im lokalen Dateisystem. Das waren dort so etwas merkwürdige Einschränkungen. Da gibt es allerdings auch eine Online-Variante dazu, die nennt sich slides.com. Also der gleiche Entwickler stellt das auch als Service im Internet zur Verfügung. Das gibt es, glaube ich, in einer kostenfreien Minimalvariante und dann, wenn man mehr raufladen will, dann wird es kostenpflichtig. Mhm. Aber es ist auch, glaube ich, relativ harmlos. Nichtsdestotrotz, ich wollte es selber hosten können und wirklich nur in einer Datei möglichst drinnen haben und bin dann gestoßen auf eine Bibliothek, die heißt remark.js und die verwende ich jetzt wirklich mittlerweile, glaube ich, schon fast 2 Jahre produktiv. Und das ist auch so eine Bibliothek, die funktioniert dann einfach. Also was ich so haben will, ist, man soll Bilder einbetten können. Na klar, wie du gesagt hast, JPEGs nicht. Also man hat Diagramme, die man einbetten will. Die hat man halt in ein Images-Verzeichnis dort daneben liegen. Was ich aber auch unbedingt haben will, ich möchte Source Code hübsch dargestellt wissen. Also ich möchte Source Code reinpasten können in diesen Markdown-Teil da und der soll auch dann syntax-gehighlighted erscheinen und also farblich hervorgehoben richtig und schön formatiert und so weiter. Und das macht dieses remark.js sehr nett. Also kann ich nur empfehlen. Zur Publikation lädt man das dann einfach auf einen statischen Webserver hoch.
da lädt man eben hoch dieses eine HTML-File, die JavaScript-Datei, ein bisschen CSS. Es gibt ein paar Themen, die man damit verwenden kann und dann eben die Bilder in ein Verzeichnis und die Sache hat sich. Die große Frage bleibt, wie machst du jetzt die Folienübergangseffekte, dass das so bröselt oder wischt? Also es gibt einen Standardübergangseffekt, das ist, dass das Bild einfach rausfährt und das nächste Bild erscheint und man kann auch andere Übergangseffekte, aber die verwende ich nicht, weil eigentlich interessieren mich die am wenigsten. Davon leben tausende PowerPoint-Trainer, das ist so eine Erklärung. Ich habe mein Geld so verdient. Aber dann kann ich da vielleicht doch noch das Reveal.js ans Herz legen, weil das hat ein bisschen ein anderes Konzept als die meisten anderen Präsentationen. Die sind ja üblicherweise eigentlich linear, also eine Folie kommt nach der anderen. Und der hat es in einem zweidimensionalen Array. Also du an und für sich gehst du noch an rechts rüber und wenn du zu einer Folie aber noch Detailfolien hast, gehst von dort nach unten, die du nur dann machst, wenn du halt deinem Publikum die Details auch zumuten willst und wenn nicht, gehst wieder nach rechts weiter zur nächsten Folie. Für den absoluten Sonderfall, dass du einen Sprecher hast, der sich einen Deut kümmert, ob dem Publikum gerade langweilig ist, während er sich gerade begeistert selber reden hört. Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich sehr lange Zeit meines Lebens unter anderem eben auch PowerPoint-Trainings gemacht, die ganzen Microsoft Office-Pakete und mir ist dann ab und zu so aufgefallen, wie Leute, die nicht meine Schüler waren, ihre Präsentationen halten und was die dem Publikum zumuten und einfach wirklich so, ihr sitzt jetzt da und jetzt rede ich und ich lese jetzt diese Folie sehr langsam vor, um euch alle zu quälen und nachher so, also das Äquivalent früher zu den DIA-Vorträgen, wo Leute so ihre, kennt ihr das? Seid ihr noch so ja. Damals jung? Und dann, da hatten wir noch von der Südostasien-Reise 300 DIAs. Ich glaube, ja, da habe ich sie ja. Wartet, wir schauen sie schnell an, allen, weil langartig. Da ist irgendwo ein Foto von einer Orchidee mit roten Flecken. Ach ja, da und so. Und genau mit dem Thema so. Ehrlich? Ihr werdet jetzt gequält, weil ich rede. Furchtbar, ja. Der einzige Effekt, der mir noch einfallen würde, der sinnvoll ist, ist, dass man Folien nicht instantan komplett aufblendet, sondern zeilenweise zum Beispiel. Das kann man damit auch. Also du kannst eine Folie in mehrere Teile zerteilen, die dann bei jedem Rechtsklick kommt sozusagen erst ein der nächste Teil. Ein Schäufer nach. Das Äquivalent zum beim Overhead-Projekt etwas abdecken. Ja. Ganz genau. Das ist der. Oder an dem Rädchen drehen, wenn es endlos ist. Ja. Okay, das war meine Empfehlung zu Präsentationen. Soll ich auch über Präsentationen was? Aber bitte, präsentiere. Oder das nächste Mal. Ja, ich hätte noch als Alternativen dazu, einmal eben LaTeX anzubieten, die Beamer-Klasse. Das ist der Standard überhaupt. Meine Freundin macht damit alles. Wirklich jede Präsentation macht sie mit LaTeX Beamer. Und schließ mich an, wow, zu deiner Freundin. Benutzt LaTeX. Ja, genau. Meine Freundin wird das wahrscheinlich nicht hören, aber wow. Bist du selbst beendet. Irgendwann wird sie sich wahrscheinlich doch verwendet anhören. Deine Freundin leicht nicht LaTeX? Nein. Na, meine was? Aber auch nicht PowerPoint. Also, die präsentiert nicht. Ja, ich schreibe dafür die Briefe in LaTeX alle und meine Freundin benutzt tatsächlich dann Word-Dokumente. Die handgeschriebenen also nicht Briefe. Word, sondern ja, genau, die handgeschriebenen Briefe in LaTeX. Das wäre... Ja, ich habe hier so einen tollen Stift, der hat mich viel Geld gekostet. Ich kann ja auch mal was über Stifte erzählen. Also einen Stift, den setzt man ans Papier, an Schreibtisch. LaTeX Beamer Class wollte ich sagen. Ja, genau, richtig. Ich wollte es nur nennen, das ist schon fertig. Mhm. Und ich benutze was Ähnliches zu Remark und Reveal. Das nennt sich Gimpress. Das ist Impress, nur mit jQuery gelöst. Und das Tolle daran ist, es hat weder ein Array mit Folien, noch ein zweidimensionales Array mit Folien, sondern es hat eine zweidimensionale Oberfläche und die Seiten befinden sich da drin irgendwo. Das heißt also, das Ding ist dreidimensional. Also es ist im dreidimensionalen Raum die Folien letztens angeordnet. Und das heißt, man kann drehen und wenden, wie man das möchte. Noch nicht mal Würfel, sondern wirklich, du kannst irgendwo, du kannst... Ja, wie orientierst du dich dann? Ja, man hat schon eine Reihenfolge. Man schreibt eine HTML-Seite runter. Die gibt ja einen dreidimensionalen Pfad.
Und du kannst dann definieren bei den einzelnen Seiten, also Slides gibt es ja weiterhin, kannst du dann definieren, wo es sich befindet. So kannst du zum Beispiel zwei Folien überlappend darstellen, wobei die eine sich ein bisschen nach hinten dann wölbt. Mm. Und das Ganze ist auch schön animiert. Ich bin so weit hingegangen und habe probiert, eine Bildergalerie damit zu erstellen, wo die Bilder alle auf sozusagen auf einer Tonne dargestellt werden. Das funktioniert wunderbar, nachdem ich ein paar Tricks angewendet habe. Aber das andere ist, dass ich das Ganze auf einem, wie heißt nochmal, ein Zylinder? Nee, nicht Zylinder. Torus? Das, was spitz zuläuft. Kegel. Danke. Auf einem Kegel die Bilder anzuordnen, das mit einem sehr vielen Tricks, weil geometrisch auch schon schwieriger, ne? Ja, weil nämlich das mit Drehen und so weiter, es gibt ein paar Einschränkungen, weil es wird, glaube ich, erst positioniert und dann gedreht und dadurch lässt sich nicht jede Position ermöglichen. Mhm. Deswegen muss ich das Ganze erstmal um 90 Grad drehen. Also, das ist sehr witzig. Das ist für abgehärtetes Publikum, bei denen Erbrechen durch Brezi nicht mehr gegeben ist. Gut, dass du Brezi erwähnst. Gibt es das noch in freier Wildbahn? Ja, absolut. Ja, und lebt kommerziell ziemlich erfolgreich entwickeln fröhlich weiter dran. Ah, so stimmt, weiter. Genau. Brezi habe ich auch mal gesehen. Das stimmt. Ungarische Firma, soweit ich mich erinnere. Das sieht doch, glaube ich, auch Flash, oder? Das ist das Neue. Ja, Flash basiert, das ist schlimm genug. Und es ist kommerziell, aber nicht PowerPoint. Und das Coole ist halt, du kannst halt so zweidimensional herumfahren und zoomen. Also deine Folien sind nicht so ein statisches Ding neben dem Anhang, sondern wenn du dich da reinsteigerst, kannst du dann, glaube ich, in so ein kleines Detail am Bildschirmrand reinzoomen und das ist dann die nächste Folie. Ah, okay. Ja, alles dreht sich und zoomt rein und zoomt raus. Alles bewegt sich, dreht man sich. Darf natürlich nicht übertreiben, weil auch wenn man das macht, dann... Arbeitsplatz wie bei meinem Nori-Report wahrscheinlich. Aber wenn vor dir jetzt 10 Redner in der Firma mit PowerPoint ihre Quartalsergebnisse präsentiert haben, kannst du reinfetzen mit 30. Richtig. Die Zahlen sind schlecht, aber schaut das an. Schaut das cool, da dreht es euch. Ja, ich habe auch eine kleine Ernüchterung dann zu Impress bzw. Gimpress. HTML, JavaScript und CSS. Also JavaScript kann man weglassen, bestimmte Sachen kann man, also JavaScript muss man eigentlich nicht können, stimmt. Aber es muss in HTML geschrieben werden mit CSS und das ist dann schon ein bisschen mehr Aufwand. Und ja, also ist es nicht dann so einfach, aber damit kann man dann wirklich dann einiges herausholen, wenn die Präsentation an sich schlecht ist, wenigstens sieht sie gut aus. Ich hätte noch ein Präsentationsthema. Ich leite jetzt langsam über in den nicht weniger nerdigen Teil. Ich habe aber noch ganz nerdige Themen. Ganz nerdige? Ja, sehr nerdig. Du jetzt was? Okay, davon war gut. Sowas. Elegante Überleitung. Das ist die Grundphilosophie dieses Podcasts. Ich denke, viele Hörer brechen ab nach einiger Zeit. Und kommen. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr so schlimm dank deiner Vorspultautomatik, ne? Und deshalb denke ich, wenn wir die leichter verdaulichen Themen am Ende haben, also so Richtung schöner Leben, dann haben wir mehr Chance, dass die Hörer den ganzen Podcast machen. Weißt du was? Wir machen die Überleitung jetzt trotzdem und machen später noch mal ein bisschen nerdig. Sozusagen als das könnten Sie erwarten. Das ist wie in der Werbung, mit der Werbung. Das Ende, die das letzten zwei Minuten. Happy End beim Film, du. Ja, das Happy End sind die letzten zwei Minuten. Und davor kommt immer eine Werbepause. Ist das noch nicht aufgefallen? Ihr könnt ja das noch in Ruhe ausdiskutieren. Ich mache einen kurzen Hinweis auf eine nerdige Konferenz. Bitte schön. Euroco 2016, nachdem die 2015er in Salzburg ein Riesenerfolg war, mit über 600 Leuten, die teilgenommen haben. Euroco? Ja, European Ruby Conference. Okay, Euroco, ja, Ruby Conference. Super. Nachdem die in Salzburg ein Riesenerfolg war mit 600 Leuten, haben dort wir riesen Spaß gehabt. Die 2016er haben wir dort demokratisch festgelegt, wo die stattfinden wird. Und zwar in einer Stadt, in der ich noch nicht war, die sehr interessant aussieht. Sofia. Sofia. Klingt im ersten Moment nicht sehr spannend. Bulgarien, ne? Bulgarische Hauptstadt, ist eine Großstadt, eine ungefähr Millionenstadt, unmittelbar an einem Gebirge dran. Also auch alleine der Ausblick dort dann auf die Landschaft. Sollten wir jetzt wissen, wie das Gebirge heißt? Ist sehr nett. Karbachen? Wie auch immer, Karbaten? Karbaten sonst glaube ich nicht. Aha. Okay, gut.
Die haben interessanterweise relativ viel IT-Industrie dort. Mhm. Also bulgarische Programmierer. Ja, und einige große Konzerne sind dort auch gesettelt. Also sie hoffen, dass sie damit auch ziemlich viel von der lokalen Community reinholen können und gute Sponsoren auftreiben können, sodass sie wieder auch ein schönes Rahmenprogramm machen. Aber es wird auf jeden Fall wieder eine nette Konferenz, bin ich ziemlich sicher, nach dem, was es heuer ist. Du warst ja recht angetan von der Salzburger Rubicon. Absolut, ja. Jetzt. Die ist eingesprungen für Kiew. Die ist nicht von einem österreichischen Team in Salzburg organisiert worden, sondern von einigen Leuten aus Kiew, die das ursprünglich 2014 in Kiew ausrichten wollten. Mhm. Die waren im Großen und Ganzen mit der Organisation fertig, bis dann die Lage eskaliert ist in der Ukraine. Mhm. Daraufhin haben sie es dort abgesagt, die Konferenz, einfach aus Sicherheitsgründen. Wollten eigentlich in der Hoffnung, 2015 wird es wieder gehen. Nein, ist weiterhin nicht gegangen. Dafür haben sie dann in einigen europäischen Städten geschaut, wo sie den Location kriegen, was halbwegs zentral ist. Und so sind sie dann auf Salzburg gekommen, was sehr lustig war, mitten in der Stadt. Ja. Ganz kurz nur, warum hast du Python verlassen und bist jetzt bei Ruby? Nur ganz kurz. Das ist eine relativ zufällige Geschichte gewesen. Ich war eben, wie gesagt, ziemlich in der Python-Ecke unterwegs. Mhm. Nicht so sehr als Programmierer, eher als Lehrer. Also ich sehe da ein bisschen einen Unterschied. Mhm. Also ich habe nicht gecodet um des Geldes willen, sondern aus Spaß an der Freude und aus Spaß am Unterrichten und so weiter. Mhm. Und habe mich mit einem zweiten zusammen selbstständig gemacht, der aus der .NET-Ecke gekommen ist. Wir wollten beide Web-Applikations war dann der Kompromiss. Und Ruby war sozusagen der Kompromiss. Der eine muss von .NET weg und das verlassen. Du musst von Python weg. Und wie geht's dir jetzt als Ex-Python-Programmierer? Oder na, großartig. Also es gibt ein paar Haken, da können wir auch mal drüber reden. Das könnt ihr vielleicht dann eher sogar mal als öffentliche Frage hier stellen im Podcast. Die Installation von Ruby ist noch immer eine relative Krise. Das Paketieren von Anwendungen ist eine relative Krise. Was heißt in Python? Können wir auch mal ausbreiten uns drüber. Aber vom Schreiben her ist es einfach sehr nett. Es ist eine sehr lesbare Sprache. Mhm. Dieser DSL-Gedanke ist da, also Domain-Specific Language, dass man sich wirklich eine Sprache schreibt, einen Dialekt schreibt, der dann menschenlesbar ist. Also kann man sozusagen sagen, dass Ruby ein bisschen Pythonic ist vom Code? Absolut. Hat Einflüsse. Das sagt auch der Mats, der Core-Entwickler ist zu wenig gesagt, weil es eigentlich der Erfinder. Ja, das ist der Guido von Rossum von Ruby, genau. Das ist eine unheimlich witzige Persönlichkeit, ein halber Clown. Habe auch das Vergnügen gehabt, ihn in Salzburg kennenzulernen. Unheimlich bescheidener Mensch. Mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so der Hauptmensch, der es weitertreibt, sondern nur mehr so die Galionsfigur. Mhm. Aber ich glaube, das ist beim Guido ja auch ungefähr so, dass er hauptsächlich jetzt Galionsfigur ist. Er arbeitet schon noch fulltime dran, aber ja. Und kannst du nur kurz sagen, ist Ruby jetzt auf etwas stärker spezialisiert? Also von meiner Vermutung her ist es mehr bei den Webleuten. Also hat sozusagen, oder kann man, ist es genauso eine General Purpose Language, absolut, mit der du eigentlich alles machen kannst. Ja. Es ist vor allem eine sehr dynamische Sprache, jetzt auch dynamisch im Sinne von Metaprogramming ist möglich. Also du kannst Code schreiben, der zur Laufzeit Code erzeugt. Es ist eine interpretierte Sprache, es gibt ebenso verschiedene Implementierungen, wie es für Python gibt, also was das PyPy ist, diese Python-Implementierung in Python, das gibt es in Ruby auch, da heißt es Rubinius. Es gibt, glaube ich, auch eine Python-Implementierung für die JVM, für die Java Virtual Machine. Da weiß ich den Namen nicht. In Ruby heißt es JRuby. Mhm. Es gibt, so wie es das in C geschriebene, das Core Python ist ja, glaube ich, in C geschrieben. Ja, ursprünglich in C++. Python ist in C++ geschrieben. So ist Ruby eben auch in C implementiert. Ursprünglich benannt MRI nach Matzes Ruby Interpreter. Mhm. Der Matz selber sagt, seit 1.9 arbeitet er eigentlich kaum mehr dran. Außerdem ist es eine vollkommen neue Implementierung. Man soll gefälligst C-Ruby dazu sagen. Also das ist jetzt sozusagen die offizielle Definition. YARV genannt. Ja, gibt es auch. Aber Matz sagt, C-Ruby ist der richtige Bezeichner. Und es gibt noch MRuby, das ist nämlich von Matz entwickelt worden. Das ist für Embedded Devices. Es gibt mittlerweile auch eine Sprache, die aussieht wie Ruby, aber kompiliert wird. Aha, okay. Die ist aber noch nicht einmal
Production Ready, sondern da wird so gerade dran gebastelt. Die heißt, soweit ich mich erinnere, Crystal. Also da versucht man dann aus diesem Performance-Thema ein bisschen näher rauszukommen, wo man noch immer ziemlich drinnen steckt. Aber das haben so ziemlich alle interpretierten Sprachen gemeinsam, dieses Thema. Und letzte Frage, ist es, als wenn man sich mit Python auskennt, ist es ein erstrebenswert, Ruby zu lernen, oder ist das sozusagen, dass du nur dann zwei Sprachen hast, die eher denselben Bereich abdecken? Nachdem man dann gemeinsam mit mir programmieren kann, ist das natürlich erstrebenswert. Stimmt, ja. Ich habe es als Rede. Nein, also angenommen, du hast jetzt nur Zeit, eine Sprache zu Python dazu zu lernen. Ja? Du hast jetzt, ist es dann nicht gescheiter, eine komplett andere Sprache zu lernen, eine Compiler-Sprache, die irgendwas komplett anderes hat? Dann wäre die spannende Frage, zu welchem Zweck man denn die zweite Sprache lernen will. Als überzeugter Python-Anhänger frage ich mich das sowieso, aber es ist nur theoretisch. Es gibt eben super viele Sprachen, die. Also, ich genieße mal so diese Situation, in der wir sind, dass es unheimlich viele Sprachen gibt, die voll dokumentiert sind, wo nicht eine Firma das Händchen drauf hat, in dem Sinne, dass die Gefahr besteht, dass das aus dem Open-Source-Bereich wegkommt. Wir haben eben jetzt so eine breite Free Software. Genau, so eine breite Szene wie noch nie. Selbst wenn es nicht free ist, aber zumindest Open Source ist, bin ich schon wesentlich glücklicher, als wenn es irgendein Closed-Ding ist, wo ich nach einem Rechenproblem nicht mehr debuggen kann, was dann eigentlich das Problem dahinter ist. Also wir haben wirklich unheimlich viele Sprachen, die für unheimlich viele unterschiedliche Zwecke gebaut worden sind. Ich sage, man sollte halt schauen, zu welchem Zweck will ich eine zweite Sprache lernen. Und sich dann ein bisschen umhören, was ist denn die Sprache, die dann am besten passt, und dann lernt man die. Und das Leben, man hat hoffentlich immer noch eine halbwegs lange Lebensspanne, also man soll nie sagen, man lernt nur noch eine Sprache dazu, weil dann wahrscheinlich kommen in der Zeit, wo du die nächste Sprache lernst, drei weitere Sprachen dazu, die dich interessieren, cool, und dann kannst du noch immer dorthin weiter und du kannst auch andere Sprachen wieder verlassen und wieder zurückkommen. Also das ist, wir haben da echt ein Luxusproblem, was das angeht. Also du sagst, es schadet sozusagen nicht, Ruby und Python zu können? Absolut nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig sein kann, beide auf hohem Niveau parallel zu können, weil sie doch ähnlich sind, aber doch auch Unterschiede haben. Also ich hätte Angst, dass ich vielleicht teilweise ein bisschen Sachen vermische, aber das ist vielleicht auch nur so ein eine geistige Blockade. Ich habe es nicht als schwer empfunden, es zu lernen. Es gibt gewisse Synergien dann, wenn man eine schon kann. Absolut. Ich habe es eben als sehr leicht lesbar empfunden. Ich habe aber dann auch jetzt in 5,5 Jahren gesehen, immer wenn ich mir einen Code anschaue, der mehr als 3-4 Monate alt ist, dann halte ich es fast nicht aus, den zu lernen, zu lesen. Also man entwickelt sich sehr weiter, wenn man ein besseres Niveau hat. Aber die Einstiegshürde halte ich für eine sehr geringe. Aber das würde ich auch in die umgekehrte Richtung sagen, dass die sehr gering ist, die Hürde. Okay. Zumindest aus meiner Perspektive sei, für mich gibt es keinen Grund, Python zu lernen. Provokante Ansagen. Jetzt müsste eigentlich der Horst auf den Zug aufbringen. Ja. Also, weil du schon es kannst eigentlich. Wie bitte? Weil du schon kannst? Oder? Python? Ja. Also komischerweise kann ich tatsächlich Python. Ja. Aber ich würde es nicht vermissen. Und ich habe zuerst Ruby gelernt und per Python nur mal reingeschaut und habe dann gesehen, okay, so funktioniert Python. Habe mir gedacht, okay, brauche ich irgendwie nicht. Kann ich mit Ruby auch. Und weil du sozusagen von Ruby schon gut bedient warst. Ja, genau. Das ist eigentlich genau das, was ich vom Stefan wissen wollte. Wenn du in einen naturwissenschaftlichen Bereich rein willst, wo numerische Mathematik interessant ist, wo du NumPy brauchst, wo viel Code vielleicht wieder verwenden kannst, der mithilfe von NumPy geschrieben ist, dann ist es vielleicht doch eine gute Idee, Python noch dazu zu lernen. Aber wie gesagt, ich halte die Hürde nicht für hoch. Ja. Oder wenn man Biologe wird, sollte man Perl lernen. Zum Beispiel. Oder als Physiker Fortran. Also ich kenne Biologen, die benutzen alle Perl, nämlich BioPerl. BioPerl. Ja, wurscht. Also ich kenne nur welche, die halt Perl und R dann. Auf der anderen Seite, oftmals, wenn man nur von einer anderen Sprache irgendwas relativ Kompaktes braucht, zahlt es auszuschauen, ob es nicht Bindings gibt in die andere Sprache. Mit der man das einbindet. Bei Python und Ruby würde ich aber nicht draufsetzen. Meine Herren, ich möchte heute noch unbedingt von Gregor. Ich wollte gerade Pause machen. Ich Pause, sondern nur persönliche Pause.
Okay, dann aber mache ich gerne mal Nerd-Thema der Welt. Genau. Okay, dann lasse ich meine Nerd-Themen halt für nächste Woche. Dann nein, wir haben das Gerät. Ja, hast du sehr nerdig, Alter. Achso, habe ich mir was zur Datenschutz. Also bitte mach. Ja, doch, stimmt. Also ich möchte nur Werbung für ein Projekt von Sven Guckes machen, der Serviette. Ja, bitte, wir führen die Rubrik Sven-Huldigung ein. Ja? Letzte Woche, diese Woche wieder. Er hat ein Projekt namens Serviette ins Leben gerufen. Es geht darum, auf jedem Event fehlt da irgendwie so Netzwerk, Infrastruktur und es soll schnell gehen und natürlich möchte man auch noch was wie ein Etherpad haben oder was zum Chatten und so weiter und es funktioniert alles hin und vorne nicht und seine Idee ist, es gibt so ein ganz kleines Ding, das stellt man hin, startet es. So ein kleiner Computer. Ja, genau. Computer, ist rein theoretisch könnte auch was anderes sein, aber natürlich sind Computer das Beste. Und man schaltet es ein, es erstellt ein WLAN und alle melden sich in das WLAN rein. Es hat vielleicht noch eine zweite Schnittstelle, damit man im Internet surfen kann, ist aber jetzt wirklich nur optional. Und du hast sozusagen, wenn du spontan ein Treffen machst oder ein Barcamp oder ein Hackerspace, hast du einen transportablen Computer, der sozusagen WLAN provided und auch alle diese Services, die du brauchst, genau. Wie Titanpad. Alles da drauf. Und du musst nicht einmal im Internet sein, also es geht sozusagen ja, rein. Alles Internet lokal. Rein. Und sobald man das Ding ausschaltet, ist alles, was man gespeichert hat, drauf weg. Damit auch persönliche Daten anbelangt, mal eben schnell Sachen austauschen über das Ding, alles gesichert ist. Und das Ding hat er die Idee ins Leben gerufen, hat dazu eine Homepage erstellt, er hat eine Mailingliste und heute... Und er hat auf der Chemnitzer Linux-Tag, ich glaube schon vor 2 Jahren, einen Vortrag drüber gehalten, den gibt es auch im Netz zu sehen. Das weiß ich gar nicht. Über Serviette. Aha, ja, also, genau. Der Name vom Projekt. Er hat eine Homepage, die heißt, das ist Serviette rückwärts geschrieben und nach hinten ES ist die Domain-Endung. Ja, das Spanisch, genau. Genau, richtig, eine spanische Seite. Heute habe ich halt wieder durch Zufall gesehen, dass etwas über die Mailingliste ging. Es hat sich anscheinend jemand gefunden, der da ein bisschen aktiver dran entwickeln möchte. Und ich möchte natürlich für Werbung machen, dass da noch mehr dran entwickeln. Ich tue auch ab und zu mal etwas dran entwickeln, aber noch alles auf meiner Kiste. Es ist noch nicht so weit, dass ich das veröffentlichen kann. Und ich denke nicht, dass ich jemanden finde, der das da mir helfen könnte, weil es schon ein bisschen speziell ist. Aber wird auch noch. Aber du möchtest gern, dass andere Leute sich mit Serviette beschäftigen und damit entwickeln oder dazu mitnutzen und die Community vergrößern. Also, kann man nochmal den Anwendungsfall sagen? Also, man oder habe ich den einzigen gesagt jetzt? Also man trifft sich und möchte gewisse Services, die es in dem Konferenzraum nicht gibt, weil es dort gar kein Internet gibt oder weil das eine Schule ist, wo man mit dem Admin nicht zurechtkommt. Ja. Und du möchtest trotzdem gewisse Services wie PGP-Verschlüsselung, Key-Server, Titanpad, alles Mögliche zur Verfügung stellen, damit die Leute nerdig alle in ihren Laptop glotzen können, anstatt miteinander zu reden. Habe ich das richtig kapiert? Ja, natürlich gibt es auch noch weitergehende Ideen, wie zum Beispiel das Ding kann ja trotzdem einen Monitorausgang haben, damit man die Präsentation drauf ausführen kann. Da wieder Stichpunkt HTML-Seiten und alles im Browser. Weil Word und so weiter wollen ja nicht drauf haben. Also Browser basiert. Dass darauf jeder SSH-Zugang hat und sein MAT drin starten kann, IRC oder sonst was und darüber chatten kann. Aber auch halt das trotzdem so offen, dass man es erweitern kann. Also eigentlich um Linux in den Konferenzraum zu bringen, ne? Also die Serviette, würde ich eher sagen. Es soll eigentlich. Also die Services, die wir gewohnt sind von Linux, in einem Konferenzraum zur Verfügung zu stellen. Also ich würde das eigentlich getrennt von Linux betrachten. Mhm. Linux ist nur Mittel zum Zweck. Ja. Die Services sind das, worum es sich dreht. Und so weiter. Okay. Ja. Und ja, ich finde das auf jeden Fall unterstützend wert. Und geht auch weiter, dass das Ganze nur noch akkubetrieben ist, statt mit Netzteil, weil dadurch wird es nochmal interessanter. Man ist autark. Das ist nämlich wirklich das Wichtigste. Das heißt, am Campingplatz kannst du IRC. Genau, alle gehen in dasselbe WLAN, weil einer hat seine Serviette mit. Und dann soll es bei Konferenzen später heißen, ich habe meine Serviette vergessen. Hat jemand eine, die er mir leihen kann? Und aufgestellt, fertig, überall dasselbe sozusagen und ein paar installieren noch eigene Sachen. Soweit ich mich erinnere, auch glaube ich Peer-to-Peer zwischen Servietten.
Das wüsste ich jetzt nicht. Das würde ich, ja, habe ich. Ja, hat er vorgetragen drüber, glaube ich. Wäre eine Möglichkeit. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht und noch nicht drüber gehört, aber wäre auch eine Möglichkeit. Nur dann braucht man eigentlich die weiteren Servietten nicht, wenn es schon eine gibt, die ersetzt es ja eigentlich. Ich weiß nicht. Ich könnte mir es gut vorstellen, wenn du dem WLAN nicht mehr auskommst. Wenn dir ein Hotspot nicht ausreicht, dann kannst du einen zweiten auf einen anderen Kanal fahren und die beiden einfach LAN zu LAN. Das wäre wär auf jeden Fall auch. Weil wie viel kriegt man über einen WLAN-Hotspot drüber? Wie viel parallel? 30, 40? Ich glaube, irgendwann ist dann Ende der Fahnen. Sagst du nochmal die URL an für alle zum Mithören? Wo soll man sich bewerben und mitmachen und Mailingliste etc.? Also Serviette rückwärts geschrieben und das ES ist die Top-Level-Domain. Also im Prinzip ETTEIVR.ES. Okay. Aber einfügbar ist, glaube ich, einfacher. Okay, meine Herren, wir haben schon über eine Stunde und ich möchte noch von Gregor die Rollenspiele hören, habe aber leider selber noch Themen zum Sagen. Ja, dann mach das mal. Darf ich mal reinschneiden, weil wir vorher bei Datenrepräsentation waren. Ich kann berichten vom internationalopenmagazin.org, mein neuestes Pet-Projekt. Und da habe ich es jetzt endlich geschafft, worauf ich sehr stolz bin, eine Google Fusion Table zu machen, nämlich die Geodaten von jedem Artikel auf einer Google Map darzustellen als anklickbares Dings. Mhm. Das heißt dann Google Fusion Table? Das heißt Google Fusion Table, ja. Ich wollte eigentlich irgendwas haben mit OpenStreetMap, aber das habe ich noch nicht geschafft. Ich vermute aber, es gibt JavaScript-Dateien und was ich eigentlich will, ist noch einen Schritt weiter. Okay. Also ich will natürlich ein globales Medien-Empire bilden jetzt und dazu brauche ich Leute, die von der Ruby-Konferenz berichten und mir einen Blog oder Artikel schreiben, den ich dann in der Zeitschrift publiziere. Und jetzt gibt es da sozusagen einen Zeitpunkt, wann der geschrieben worden ist, und einen Ort. Und ich möchte das auf einer Weltkarte darstellen, wo es ein kleines Blips ist, für überall, wo es jetzt einen Artikel hergibt. Aber, weil es ja jedes Jahr eine Ruby-Konferenz gibt, will ich unten noch so einen Slider haben, mit dem du mit der Maus das Ja einstellen kannst oder den so automatisch hin und her fahren lassen kannst, dass du blip, 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 blip macht. So eine Editionshistorie, beim Titan-Pad, wo du dir anschauen kannst, was für Editionssachen gemacht wurden. Und ich habe das noch nicht ganz gefunden. Also wenn irgendjemand dafür einen sehr guten Tipp hat, wie man das repräsentiert, möglichst hinterlegt mit einer OpenStreetMap und nicht mit einer Google Map, wäre ich sehr dankbar, wenn man mir schreibt unter horstjens@gmail.com. Derzeit habe ich eben eine Google Map Sache, die kann noch nicht die Zeit darstellen, sondern nur den Ort zu finden auf internationalopenmagazin.org und dann auf Locations drücken. Man sieht so eine Weltkarte mit so ein paar roten Punkten, die anklickbar sind. Aber es war für mich schon eine große Sache. Ich habe nämlich schon seit Jahren gewusst, dass es diese Google Fusion Tables gibt, aber ich habe mich nie richtig damit gespielt, da wirklich Geodaten reinzutun und zu vernetzen, und es geht. Also man muss halt dieses Anleitung befolgen, die Geodaten müssen in einem gewissen Format sein, aber dann funktioniert es. Mhm. Ja. Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wenn du zu viele Zugriffe hast? Ja, diese Fusion Tables sind, also dafür, dass Google ja auch die Google Docs macht, die ja ausgewachsene Tabellenkalkulation sind, habe ich mir gedacht, na, warum machen sie das nicht in die Google Docs rein, tun es aber nicht, sondern das ist ein eigenes Ding, wahrscheinlich von einer eigenen Abteilung gewachsen, und sie schreiben auch in dem FAQ drinnen, also das Geolocation, also du hast eine Spalte oder zwei Spalten, wo die Geodaten drin sind, und dann hast du andere Spalten, und da gibt es so einen eigenen Menüpunkt, der heißt Geodata oder so, und dann versucht er diese Längen und Breiten Spalten umzurechnen in anklickbare Punkte in einer Google Map. Habe ich mir noch klar ausgedrückt. Also für jede Tabellenzeile mit einer Geodateninformation hast du dann einen Punkt auf der Map. Mhm. Und dieses Umrechnen braucht gewisse Rechenzeit, und da haben sie auch geschrieben, die kann begrenzt sein, und wenn da zu viel Traffic gleichzeitig ist, kriegst du nur so und so viel pro Tag, und am Rest musst warten. Also wenn du ein paar Millionen Datensätze dir sozusagen von dem Gratis-Webservice umrechnen lassen willst, kann sein, dass die dich hinten anreihen. Ja. Das, ich hatte aber keine Einschränkung erlebt. Also ich habe derzeit 5 oder 10 Datensätze. Das ging reibungslos. Ja. So viel. Gleich an dieser Stelle ein Aufruf. Wer irgendwie auf einer interessanten Konferenz ist oder sonst irgendwas Tolles zu bloggen hat und dieses Ergebnis dieses Blogs unter einer Creative Commons Share Like Lizenz hergeben will, bitte mir schreiben, horstjens@gmail.com. Ich stelle es ins International Open Magazine, weil, wie gesagt, ich gründe jetzt ein Medienimperium. Hier haben Sie es zuerst gehört. Genau, ja. Noch lacht ihr alle. Das war's auch schon.
Jetzt habe ich so ein großes Eiran vorher getrunken, jetzt fühle ich mich relativ müde. Du solltest Bier trinken, das macht weniger müde. Das ist ziemlich gefährlich zur Zeit. Bier trinken oder Eiran? Nein, wenn man sagt, dass man sich müde fühlt, nachdem man ein großes Eiran getrunken hat. Der Derek stirbt gerade vor Lachen. Den habe ich nicht. Welcher Derek? Ah, nein, Entschuldigung, der Dr. Dennis. Ich weiß, warum es jetzt X-Akte. Also, ich habe heute einen Artikel im Standard gelesen, wonach ein türkischer Teekonzern verdonnert worden ist zu einer Strafe über umgerechnet 70.000 Euro. Wegen, und jetzt kommt's? Wegen eines Werbespots, in dem Ayran verunglimpft worden ist. Das war wegen Ayran-Beleidigung oder was? Nein, Ayran ist das türkische Nationalgetränk. Das war Nationsbeleidigung dann. Und das, ja, also ist Getränkenbeleidigung. Nationalgetränkenbeleidigung. Bei aller Kritik an so Diktaturen, man muss auch sagen, wenn da jemand hergeht und sagt, Bier macht impotent oder blöd und oder so, wird man sich das auch in der nationalen Ehre heruntergesetzt fühlen. Und das war eine Eistee-Werbung, in der gesungen wurde, dass jemand sich müde fühlt, nachdem er Ayran getrunken hat, und darum braucht er jetzt einen Eistee. Also. Und das hat angeblich zu einer Strafe über 70.000 Euro geführt, ja. Wo man dann wieder gedacht hat, ja, vielleicht ist Politik doch nicht meine Welt, und bin jetzt auch wieder umgestiegen auf einen Radler. Apropos Radler, kommen wir zum Thema Fahrrad. Ah, wow, okay. Doppelrad. Boah, ich habe gefädelt, ich sag's euch. Das ist eins. Jetzt nachdem in Zukunft alles immer planen. Nachdem das letzte Mal jemand gebeten hat um eine Liegerad- oder Velomobil-Rubrik, da kann ich nicht mit dienen, aber drei Tipps kann ich geben. Das eine ist, wenn man mit einem Fahrrad was transportieren will, habe ich früher immer auf dem Gepäckträger hinten eine Tasche drauf geschnallt, die ist dann runtergerutscht in die Speichen rein und so weiter. Unpraktisch. Ja. Bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, Fahrradkörbchen hinten drauf geben. Das habe ich, glaube ich, eine Woche gehabt, dann hat das irgendeinen neuen Besitzer gefunden. Das Körbchen, weil das war nur draufgesteckt. Also das Erste, wenn man wirklich ein Fahrradkörbchen am Fahrrad haben will, empfehle ich noch, das Ganze mit 10 bis 20 Kabelbindern zu befestigen. Das ist eine total billige Variante, aber 20 so Dinge abzwicken, das machen die Leute dann doch nicht. Weil Korb und das sieht schick aus. Fette Leute, macht keinen Spaß. Ja, genau. Also das war Tipp Nummer 1. Aber so ein Korb auf Dauer gesehen ist ja doch nicht so ganz das Wahre, weil es ist halt doch in der Dimension begrenzt und wasserdicht ist ein Korb jetzt auch nicht, was den Schutz des Inhalts angeht. Und so jetzt kein Nein. Darum bin ich dann umgestiegen. Mittlerweile habe ich keinen Korb mehr hinten drauf, sondern ich zwicke immer eine Fahrradtasche drauf, die aus einer alten LKW-Plane gemacht worden ist. Also das empfehle ich sehr, diese LKW-Planentaschen. Die man dann auf die linke Seite sich draufschnallt, damit ist man eine Spur breiter, damit halten die Autos wieder 3 cm mehr Abstand und fahren einem nicht unmittelbar in den Hintern links hinein. Also das ist der nächste Schritt. Wenn das auch noch nicht reicht an Transportkapazität mit den Planentaschen, dann empfehle ich einen Fahrradanhänger. Da habe ich auch ein Bildchen verlinkt. Das klingt an und für sich ganz simpel. Man befestigt der Kupplung hinten am Fahrrad, steckt den Anhänger dran, fährt dann und alles ist paletti. Ja, und bei jeder dritten, vierten Kurve hat man dann einen Unfall, weil es den Anhänger umschmeißt. Ich habe auch festgestellt, dass, wenn man in Wien so schön sagt, die Bockerln sind echt gefährlich, die Tannenzapfen. Wenn man über sowas drüber fährt mit einem leeren Fahrradanhänger, hat man gute Chance, dass den einfach umschmeißt auf die Seite. Jetzt ganz Preisfrage, normal sitzt da doch ein Kind drin in diesen coolen Fahrrad. Die gibt es nur mit Kind zu kaufen. Die haben natürlich auch ein bisschen Eigengewicht. Ich denke gerade, sonst kriegen die dann weniger also, über Buckel herum. Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz halte ich es nicht für ungefährlich. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Kupplungen. Also da gibt es bessere und schlechtere. Die billigeren sind auch tendenziell die schlechteren. Und da sollte man sich auch dann die Kupplung genauer anschauen, ob es dann nicht noch die Möglichkeit gibt, das Ganze mit einem Zusatzsplint zu sichern, dass man nicht in einer Kurve auch den Anhänger verliert. Auch das habe ich geschafft. Also, aber nicht, was ich der Anhänger mit meinem eigenen Kind überholt kann. Ja. Aber der Anhänger, den ich da verlinkt habe, mit dem 30 Kilo transportieren, ist an und für sich kein Problem. Also bin jetzt mittlerweile seit knapp 2 Jahren autolos und die schweren Sachen transportiere ich mit dem Anhänger, die kleinen, also relativ kleinen Sachen. Und wie ist in Wien zum Thema Bergauffahren mit Anhänger? Ist dann, schiebt man dann halt, oder? Das ist zur Not die Variante. Es gibt auch die Variante, es mit E-Bikes zu machen oder nicht rauf zu transportieren, sondern nur runter. Oh, ja. Dann ist man dementsprechend schneller.
Na, wo ich fahre, ist es relativ eben. Mhm. Und also 30 Kilo hinten drauf ist ja ungefähr ein bis eineinhalb Gänge niedriger zu fahren mit der Gangschaltung. Das hält man aus. Also man braucht ein bisschen länger und das war's. Ich hätte ein paar Alternativtipps. Damit wird das Ganze noch, damit kann man auch wieder bergauf fahren. So langsam wie man will, man nimmt ein Dreirad. Also ein Trike. Okay. Ja. Ach, ich tue so, als sei das wirklich was Neues. Naja, Trike ist ja schon, aber, ja, aber so zum Treten, ich meine, so, oder und das hilft dann fürs Bergauffahren? Nein, oder? Also man kommt dadurch nicht schneller oben an, aber man muss auf jeden Fall nicht absteigen, man kann ja gar nicht umkippen. Ja, genau, das, also, heißt, das ist also, der Faktor natürlich. Das ist ein echter Vorteil. Und für mein Trike zumindest gibt es insgesamt, Moment, 5 Taschen. Man kann nämlich an meinem Fahrrad 5 Taschen anbringen. Mhm. Davon ist, oder? Moment, waren das wirklich 5? Ja, doch, es sind 5 Taschen. Und zwar einmal oben auf dem Gepäckträger kann man eine Tasche anbringen, dann die klassischen Fahrradtaschen an den Seiten auf beiden Seiten und dann gibt es noch so eine interessante Sache, das nennt sich Lowrider. Also es gibt einen Highrider, Gepäckträger und Lowrider und da gibt es von einem Hersteller, ich habe den Namen vergessen, eine extra Tasche, die wird hinten festgemacht und die ist unter meinem Sitz nochmal festgemacht. Das ist eine richtig lange Tasche. Also die wurde speziell für Liegetrikes gebaut, also diese Tasche entworfen und verkauft. Und damit kann man extrem viel transportieren. Und alternativ gibt es für mein Fahrrad sogar einen Kofferraum. Dann braucht man gar keine Tasche mehr. Genau, richtig. Wollte ich auch nochmal sagen. Und ja, Anhänger ist auch noch möglich. Also du kannst dann ein Trike fahren mit einem Anhänger hinten, das geht auch. Ja. Also ich habe das noch nicht gemacht, aber ein Bekannter von mir hat einen Anhänger und ich habe mir das Ding angeschaut. Es ist nur eine Schraube im Prinzip oder ein paar Schrauben, die man anbringt und dann ist das Ding fest. Und extra Frage, es gibt nicht diesen Sozius, was für Motorradfahrer gibt, was so neben dir fährt. Diese Beiwagen. Ja. Ja, nee, weil das hat schon 3 Räder und da ist kein Platz mehr für. Schade, aber es gibt das Ding auch als... Das hätte ich schon ein bisschen zu mitreden. Das ist eine Tandem-Version. Ja, aber genau, ich wollte gerade sagen, das gibt es auch als Tandem. Ah, okay. Also es gibt auch die Möglichkeit... Tandem, oder? Nee, hintereinander. Hintereinander, ja. Und das Ding hat weiterhin nur 3 Räder. Aber es ist eine sympathische Version von der Tandem-Version. Das heißt ein Magnum und ist es auch. Ach, du kennst sogar den Namen auswendig. 4,5 Meter lang oder irgend sowas. Das ist ein Riesenteil. Ja. Kann man auch zerlegen. Und nochmal, was ist das jetzt? Und das ist ein Tandem, wo 2 hintereinander sitzen und einer noch daneben. Liegen. Also ein Doppelbett-Tandem. Nicht doppelt, aber ja trotzdem. Also Moment, sie liegen hintereinander. Ja, genau. Ein Doppel. Okay. Warum gibt das nicht als dass 2 nebeneinander liegen und mit 3 Rad? Weil es zu breit wird. Ja, damit dürfte das Ding nicht mehr auf dem Fahrradweg fahren. Mhm. Weil es darf maximal 80 cm breit sein. Ja, aber wenn du 2 Menschenstärken hast, müsstest du ja locker auf der Autobahn mitfahren können, oder? Nein, das Fahrzeug muss mindestens 60 km/h kontinuierlich schaffen. Ah, und das ist Bauart das Problem. Ja, und Menschen sind bauartbedingt nicht 60 km/h geeignet. Mhm. Zudem ist dann auch, wenn man nebeneinander sitzt, ist natürlich auch gleichzeitig der Wind, die Windschnittigkeit schlechter als hintereinander. Also ich weiß nicht. Ich denke, zum Tratschen müsste das schön sein, wenn es nebeneinander sitzt. Ja, auf jeden Fall. Also so Konstruktion. Stell dir mal vor, wie so eine Fahrradversion vom Katamaran. Irgendwie. Ja. Lange Ballen, und die miteinander verbunden sind. Es gibt die Dinge, aber sie sind nicht zugelassen vom Straßenverkehr. Im Prater kann man die ausbauen, wo man zu zweit nebeneinander, hintereinander. Also diese Vierer-Dings. Ja. Meine Herren. Damit hätten wir auch das Wimobil-Thema vielleicht abgeschlossen. Kommen wir zum schöner Leben-Teil. Darf ich das vorstellen? Jetzt sind wir auch schon bei einer Stunde zu. Ja, das sind die 2, da brauchen wir spürbar länger für den Podcast. Sehr gut. Ja, vielleicht bleibe ich meine Woche weg. Nein. Schauen wir auf jeden Fall. Ich fange mit einer ganz kleinen Meldung an. Kroll, mein Lieblingsmark, Leib und Magen. Dungeon Crawl Spiel ist in der Version 0.17 herausgekommen und es gibt einen schönen Changelog zu lesen. Ich spiele das Ding jetzt ununterbrochen seit mindestens 5 Jahren, habe noch immer nie gewonnen und bin immer noch nach wie vor begeistert. Das ist das ideale Spiel, wann ich mich zwischendurch 2 Minuten abreagieren muss von irgendeiner
öden Tätigkeit oder einer blöden E-Mail, weil ich schnell. Eh meistens schnell sterbe. Ja. Trotzdem ist es cool. Diesmal hätte ich eine Frage dazu. Ich habe ein paar Mal schon zugehört, ich habe es auch auf der Webseite angeschaut. Ich verstehe nicht, was einem daran Spaß macht. Was macht den Spaß dran aus? Darf ich eine Frage vorwegwerfen? Bitte. Was ist ein Dungeon-Scroller? Dungeon-Crawler. Ich beantworte seine zuerst und dann versuche ich die philosophische Frage. Also Dungeon-Crawler sind, der Überbegriff heißt Roguelike, weil das erste derartige Programm Rogue geheißen hat. Du siehst in der Draufsicht in einem zufallsgenerierten Labyrinth ein Maxal, klassischerweise, wenn du es im Textmodus spielst, ein Klammeraffenzeichen, siehst du herumlaufen. Und das entdeckt halt Räume und geht durch Gänge und in denen sind Monster, Schätze und Fallen. Also so wie NetWars? Oder wie NetHack oder Net Diablo. Ja. Ah, okay, gut, ja, dann weiß ich, was es ist. Woraus ergibt sich der Reiz? Also das eine, was man so immer sagt bei Roguelikes, dying is fun. Also es macht Spaß zu sterben, was natürlich nicht stimmt, du bist frustriert. Ich würde sagen, der Spaß ist die Lernkurve. Und der Variantenreichtum. So blöd das jetzt klingt, du hast irrsinnig viele Varianten, die sich dadurch ergeben, dass du eine Rasse wählst, eine Klasse, also einen Beruf und eine Monsterart, die du spielen willst. Und als Draufgabe kannst du dann noch im Lauf des Spiels mehrmals die Religion ändern, das heißt einen gewissen Gott huldigen, der dir dann gewisse Fähigkeiten, aber auch gewisse Verbote auferlegt. Und wenn du gegen die versündigst, wird er böse, aber wenn du brav seine Regeln befolgst, belohnt er dich mit meistens positiven Spezialfähigkeiten. Und du kannst den Gott natürlich wechseln dann im Laufe des Spiels, wenn du lang genug lebst und du einen anderen haben möchtest, dann wird der alte Gott böse und bestraft dich. Und ja, das ist auch cool. Du kannst auch als Atheist spielen, ohne Gott. Oder kannst eine Rasse spielen, einen Demigott, der keine Religion beigetreten kann. Aber das ist eine religiöse Form von Minesweeper. Ja, kann man so sagen. Also es hat dasselbe, ach, ich mache nur noch ein kleines Spiel und meistens bist eh schnell kaputt. Und ab und zu hast du einen guten Run, das kann sich dann über Stunden hinziehen und man kann dann abspeichern und am nächsten Tag weiterspielen. Aus Erfahrung kann ich sagen, es ist eine sehr schlechte Idee, in übermüdeten oder betrunkenem Zustand zu spielen, weil man dann einen mühsam hochgelevelten Charakter, der jetzt schon ganz weit ist, durch sehr blöde eigene Fehler kommt. Was ich sagen möchte, was wahrscheinlich den Reiz ausmacht, ist die Lernkurve, die man hat, weil du merkst, dass du besser wirst. Und ist die Landkarte immer die gleiche? Nein, jedes Mal, jedes zufällig Spiel ist neu zufällig generiert, wobei du, das ist so ein Algorithmus, der macht Zufallslabyrinthe mit aus handgezeichneten Blocks. Also manche, wie soll ich sagen, Gegenden wie Plätze jetzt oder Seen oder so, sind handgezeichnet von Leuten. Die können ein Computer sich nicht so schön ausdenken. Die sind dann in dem zufallsgenerierten Labyrinth eingebaut. Aber du hast doch gesagt, da gibt es auch Wettbewerbe irgendwie. Ja, das wird im Netz gespielt. Jetzt gerade, in dem Moment, wo wir sprechen, gibt es Tournamente. Du kannst das auch entweder lokal installiert spielen oder dich per Telnet eingeloggt auf einem Remote-Server, wo du dann auch die aktuellste Version hast oder ja, noch aktueller als aktuelle Beta-Version irgendwie dann dort da ausprobieren kannst. Aber schon alle die gleiche Karte, während sie gemeinsam spielen. Nein, du spielst Spiel nicht gemeinsam, aber du kannst alleine spielen und andere schauen dir zu und kommentieren auch rein, während du spielst. Also ja, das ist dann so. Es geht rein um einen, also wie gut du spielst. Nein, nicht wirklich, nein. Du spielst sogar gegen dich selber, weil wenn du stirbst, ja, angenommen du bist irgendein Supermonster, aber im Level 4 laufst du in eine Falle und danach fangst neu an mit einem anderen Charakter, dann siehst du die Geister deiner Vorleben und die sind sehr böse, weil die sind sehr schwer zum Umbringen und den einzigen Vorteil ist, die sind begrenzt auf den Level, wo sie gestorben sind. Also du musst dann schnell schauen, dass du von dort wegkommst, bis du mal irgendwann wieder mit einem Supercharakter vorbeilaufst, der sehr stark ist und die ganzen Geister dann plättet. Also spielst gegen dich selbst und der Reiz von diesem Tournament-Spielen ist einfach, dass du jetzt es schaffst mit einer Rassen-Klassen-Gott-Kombination, die du dir halt sympathisch findest derzeit, dass du damit schaffst, das Spiel zu lösen. Also das Spiel ist gelöst, wenn du von diesen Labyrinthen, es geht immer tiefer runter, drei Runen erfolgreich zurück an die Oberfläche bringst oder du kannst auch, ich glaube, dein Kollege macht das, der geht auch manchmal auf 10 Runen oder so, also auf extrem. Es gibt mehr als genau. Die Mindestanforderungen sind 3 Runden. Die Mindestanforderungen sind 3 Runden. Mein Bestes war bisher 2 Runden. Also nach 5 Jahren jeden Tag spielen. Und wie belegst du, dass du das geschafft hast? Wie belegst du, dass du das geschafft hast? Wenn du es im Tournament spielst, ist das ja auf einem Webserver. Da hat so ein Rechner. Also nicht am eigenen Rechner. Genau. Okay. Ja, und am eigenen Rechner siehst du es halt. Ja, ja. Du hast deine eigene, du spielst ja nicht immer gegen dich selber. Da denkst du, ich war schon mal viel besser mit dieser Rasse oder mit dieser Klasse. Ne? Da hast du eine Highscore-Liste.
Also wirklich. Ja, aber die Motivation, da kann man, glaube ich, sich ewig für dumm philosophieren. Du bist der Passivspieler, du hast es, glaube ich, noch nie selber angehört, oder? Nein, ich glaube, ich habe auch keine große... Also ich habe früher, naja, Roguelike nicht wirklich, aber halt diese frühen C64er-Rollenspiele, es schaut ja ein bisschen ähnlich aus von der Grafik her oder so. Und diese Rollenspielmechaniken funktionieren... Darf ich nur kurz einwerfen? Man kann es im Textmodus spielen oder in einem Teilmodus, der ein bisschen schöner ist, also der Farben hat und... Genau. Abgezeichnete Monster. Ja, aber was ich so gehört habe an Motivation ist, dass die Mechanik halt mehr die Geschichten erzählt. Also, und dass diese Monster und die Leveln halt zu einem großen Teil zufallsgeneriert sind, daraus der Wiederspielwert halt wahnsinnig steigt. Und es ist auch so, dass es gibt dann auch die Kurve, aber auch in der Dramaturgie des Spiels. Du spielst am Anfang, stirbst relativ schnell und da hast du viele Leiden und dann hast du aber schon mehr Möglichkeiten herausgespielt, stirbst weniger schnell unter Umständen, ja, aber es ist dir halt so wahnsinnig viel wert, weil hochgleich, du hast nur dieses eine Leben, du verlierst das und das macht, setzt dich dann von vorne. Ja. Also du lebst wirklich mit. Aber du musst, glaube ich, schon auch ein eigener Spielertyp sein. Also meins, wie gesagt, ich wurde bis jetzt noch nicht drauf irgendwie... Nur ein Beispiel, auch diese Waffen sind natürlich alle zufallsgeneriert und es gibt... gewöhnliche zufallsgenerierte Waffen, aber auch wie bei Diablo halt Artefakte, also die unique sind und ausgewürfelt sind. Und ich habe zum Beispiel einmal einen Charakter gehabt und dann habe ich eine Waffe gefunden, das war ein Crossbow, also eine Armbrust mit eingebauter Penetration. Also wenn da jetzt 7 Gegner hintereinander stehen, dann hätte der Bolzen durch alle durchgeschossen. Und zwar nicht, weil das ein besonderer Bolzen war, sondern weil die Waffe ihm diesen Effekt mitgegeben hat. Also etwas extrem Starkes, was sonst nur ein starker Zauberer zusammenbringt. Aber leider war halt der Charakter, den ich da gespielt habe, war nicht auf Crossbow spezialisiert, weil ich den halt von Anfang an auf was anderes geskillt habe. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, soll ich den jetzt umskillen auf Crossbow oder doch nicht, aber für mich war es einfach so schön, überhaupt so eine tolle Waffe mal zu sehen. Da habe ich mir gedacht, hätte ich jetzt gleich mit dem und dem Charakter angefangen und diese Waffe gefunden, dann könnte ich jetzt ganz was Tolles und plopp, da war der Charakter schon tot, weil ich irgendwo ganz einen dummen Fehler gemacht habe, den ich normal nicht mache, was weiß ich. Ja, Loot ist halt immer gut. Ja, und das macht halt, du erlebst immer neue Sachen und auch ein bisschen sehr böse ist, du hast halt diverse Standardratten und Orks, die du niedermetzelst und dann hast du aber auch so Bossgegner und die haben alle einen Namen und auch gewisse Eigenarten und die wachsen da dann nicht ans Herz, weil du hast sie, sie wollen dich alle umbringen, aber du weißt dann zum Beispiel, ziemlich bald kommt der Siegmund. Siegmund hat eine Sense und was kann er noch? Sich unsichtbar zaubern und während er unsichtbar ist, beschießt er dich mit so kleinen, lästigen Zaubern und außerdem macht er dich nochmal mal konfus, also du verlierst dann die Kontrolle über deinen Charakter. Das ist ein sehr unangenehmer Typ, zum Glück recht schwächlich, also wenn es den im Nahkampf erwischt, ist er tot. Und weil der so oft dich am Anfang als Low-Level, wenn du keine Erfahrung hast, murkst er dich ab, deshalb bist du dann immer schon, wenn du neu anfängst, befriedigt dich es auch Jahre später, dass du Siegmund erledigst. Einfach weil du schon weißt, wie du das machst. Und dann hat er einen Bruder Edmund, der hat auch so Beschreibungen, der ist halt sehr reich, aber ein bisschen doof und hat einen starken Panzer und eine sehr teure Keule, mit der er auf dich haut und dann weißt du, das ist jetzt Edmund, der Bruder von Siegmund, naja. Und dann gibt es irgendwelche anderen, die treten immer als Pärchen auf, so ein Zaubern steht auch so ein kleiner Beschreibungstext dabei und dann gibt es, mein Favorit ist der Mad Krüg oder wie er heißt, also der hat immer so einen Chaosstab, bei dem du nie genau weißt, wenn er dich haut, was dir dann passiert. Und ja, du lernst halt so ins Spiel und dann lebst du so lange, dass du Levels erreichst, die du noch nie vorher erreicht hast, wie bei Raumschiff Enterprise und stirbst halt dann an Bossgegnern, die du noch nie vorher gekannt hast, bis du so nach und nach lernst, die sind so und so drauf und können und das. Ne? Das macht den Reiz aus. Also. Roguelike, ja. Ja, Roguelike. Ist heutzutage ja abseits auch von diesem klassischen Roguelike. Ja, Steam ist voll mit Roguelike. Alles ist heutzutage Roguelike. Das ist auch Retro-Grafik. Genau, Retro-Grafik. Und es ist auch egal, ob es jetzt im Rollenspiel-Genre verhaftet ist oder so. Einfach dieses Konzept zu sterben und dann wirklich alles verloren zu haben, ist jetzt einfach unter Roguelike irgendwie zusammengefasst. Und man hört es, wenn man Spiele-Podcasts hört, relativ häufig eigentlich, dieses Vokabel. Das sollte man irgendwie angewöhnen, wenn ich selber rede, auch die Zeit aufschreibe.
Ich kenne nur ein Roguelike-Spiel. Und zwar? Das spiele ich, das Faster Than Light. Ja, das ist auch FDL, sehr hübsch. Ja, ja. Das ist nicht so Retro-Grafik, aber ist Roguelike. Und das hat für mich den Reiz, weil ich habe da wirklich gezittert. Und ich hast du es jemals durchgespielt? Nein, den Endgegner habe ich bisher noch nie besiegt. Ich fühle mich immer so dumm, weil ich den nie besiege. Aber du auch nicht. Ja, ich bin schon des Öfteren zu ihm geraten. Ja. Und inzwischen weiß ich auch, wie man ihn ungefähr besiegen könnte, aber er ist trotzdem... Erklär's mal kurz, FDL, glaube ich, oder? Kennt nicht jeder. Faster Than Light ist erinnert ein bisschen an Star Trek. Ist ein Roguelike-Spiel, wo du ein Raumschiff kommandierst mit anfänglich drei Typen, die in dem Schiff sind. Man muss sagen, du siehst das Raumschiff so in einer Art Draufsicht mit aufgeschnitten, also du siehst, was in den einzelnen Räumen vom Raumschiff passiert. Und die Personen werden auch in den Räumen positioniert und dadurch haben sie auch unterschiedliche Funktionen. Das heißt also, wenn man einen Typen in der Waffenkammer stehen hat, dann feuert dein Raumschiff besser. Genau. Oder wenn du einen ganz bestimmten drin stehen hast, dann brauchst du weniger Energie zum Beispiel. Genau, das gibt es nämlich auch. Das ist eine Spezialrasse. Ja, es gibt auch noch andere Schiffe, wird man später herausfinden. Die musst du frei spielen dann. Ja. Und nur kurz zur Beschreibung vom Spiel. Also es gab ein Spiel, auf dem das aufbaut. Das Namen weiß ich jetzt aber leider nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Okay, die Sache ist die, du siehst also immer das Raumschiff in der Draufsicht und dann zoomt so eine galaktische Karte und du kannst da aussuchen zum nächsten Stern, zu dem du fliegst. Denn alles recht, hätte eigentlich am C64 auch schon funktioniert, das Spiel. Das ist jetzt grafisch, gibt es nicht so viel her. Und bei jedem Stern, wo du hinfliegst, weißt du halt im Vornherein meistens nicht, was dich erwartet. Ist das ein freundlicher Händler oder ein Feind oder einfach nichts, was dich jetzt nur Treibstoff kostet und du ärgerst dich. Ja. Meistens sind es nur Gegner. Die Shops, die Stores werden zum Teil schon angezeigt. Und man kann auch dein Schiff ausrüsten. Mit Schrott kann man genau, dann du fliegst so zu Stores, da kannst du es dann, also wenn du die Gegner besiegst, kriegst du immer so Scrap, heißt das, glaube ich. Oder? Schrott. Im Schrott und ab und zu auch ein paar Waffen und wenn du einen Shop findest, kannst du dich dann halt aufrüsten. Man kann auch also das Schiff selbst aufrüsten mit dem Schrott, nicht nur, dass man was kaufen kann. Also es ist, gibt ziemlich viele Dinge, die man dann abstimmen kann. Verschiedene Schiffe haben bestimmte Eigenschaften und die Kombinationen gilt es dann herauszufinden, was gut zusammenpasst. Also Welches Spiel mit welchem Waffensystem, mit welcher Taktik. Ne? Ja, man kann zum Beispiel auch beamen auf das andere Raumschiff, dann kann man mit den Mannequins auf dem anderen Schiff herumlaufen und versuchen, die Gerätschaften dort kaputt zu machen oder die Typen, die dort sind, zu erschlagen und wieder zurück zu beamen. Oder Klassiker, du versuchst die gegnerische Sauerstoffversorgung kaputt zu machen und ersticken dann alle, wenn sie sich nicht vorher noch auf dein Schiff beamen und dort amok laufen. Ja. Ich glaube, die haben auch einen Nerv damit getroffen. Einfach dieses Schauspiel ist wirklich super. Ein Schiff zu kommandieren und seine Crew zu haben. Ja. Sowas in der Form eigentlich ist schon relativ überfällig, dass man so dieses Feeling hat. Ja, das ist ja auch, verkauft sich auch ganz gut. Ja, das ist auch sehr empfehlenswert. Ja. Also ist ja, im Zuge dessen habe ich einen ähnlichen Spiel recherchiert. Bin jetzt nicht wirklich auf etwas gestoßen, aber eines hat mich vielleicht schon gereizt, es gibt ein Elite Roguelike, das möchte ich vielleicht einwerfen. Weißt du den Namen? Oder? IRL Elite Roguelike. Das könnte man sich mal anschauen. IRL Elite Roguelike, okay. Aber das war nur ein Einwurf. Was ich schade finde, ist, dass es FTL noch immer nicht für Android gibt. Fürs iPhone, also für Apple-Geräte gibt es das, aber nicht für Android. Und das wäre so perfekt. Auf einem Tablet, das Spiel ließe sich auf einem Tablet super spielen, weil Kontextmenü Tablet-Version. Ja, also nur für iPhone und iPad gibt es das, aber nicht für das kommerzielle Spiel. Hat, ne? Ja, aber ich hoffe, dass es das noch entwickeln für Android. Also ich würde es mir so sehr wünschen. Schöner Leben, meine Herren. Kleine Geschichte. Bitte. Und zwar, vorhin war ganz kurz Bierdeckel, ich soll Notizen auf dem Bierdeckel machen. In Köln, wenn man dort in einer Kneipe sitzt, wird man irgendwann sich wundern, nanu, wieso macht der Kellner eigentlich jedes Mal, wenn er kommt, ein Bier bringt, einen Strich auf den Bierdeckel? Und das ist ganz einfach. Damit zählt er, wie viele Biere du getrunken hast.
Und wenn du da drei Striche drauf hast, dann hast du drei Bier getrunken. Entschuldigung, man muss dazu sagen, Kölsch, die sind ja so in den Fingerhüten, ne? 0,2 0,2 Stangen nennen sich also diese Gläser. Zwei Stampeln. Nicht 0,02, 0,2. Ja. 0,2. Das ist ein bisschen weniger als ein Seidel. Also, ach so, okay. Also hier so, habe ich ein Glas mit 0,25. Ja, also ein Fünftel Liter ist da drin. Das mehr sollte auch nicht drin sein, weil man es haut auch schon so in geringen Mengen um. Aber darum geht es nicht. Ich habe ja schon mal über Kölsch geredet, aber noch nicht über den Bierdeckel. Und zwar, wenn er dann zum Schluss kommt, guckt er auf deinen Bierdeckel. Aha, 5 Kölsch, dann weiß er, wie viel du konsumiert hast. Und dann kannst du den Bierdeckel mitnehmen. Wenn das ein Geschäftsessen war, also Geschäftstrinken, kann man den Bierdeckel sogar in Köln beim Finanzamt einreichen. Wow, so ist das gut. Der Bierdeckel ist eine offizielle Rechnung in Köln. Und Betrugs... Leider funktioniert mein Hirn so. Kann ich jetzt nicht einen Bierdeckel, wo nur 13 Striche drauf sind, mitnehmen, dann 27 Bier trinken und dann, wenn ein Kellner kommt, schnell den Bierdeckel vom letzten Mal mit den weniger Strichen herzeigen? Oder? Das ist so, wie wenn du einen Vertrag mit Handschlag ausmachst. Da tut sich sofort in Köln ein Loch im Boden auf und du versinkst drinnen. Ja, also das ist das verletzt deine eigene Ehre, wenn du selber sowas machst. Ich würde das auch nie machen, ich denke mir nur. Ja, genau. Und so wird das Ganze auch gehandhabt. Mhm. Also zudem weiß der Kellner meistens sowieso auswendig, wie viel man getrunken hat. So ungefähr. Also nicht Kellner, sondern Köbis, so heißen die in Köln. Ah, okay. Köbis? Köbis. Köbels? Köbis. K-Ö-B-E-S. Köbis. Das ist dann der Kellner in Köln. Kölnspringer. Kölnspringer, ja. Kölnspringer, genau. und ja, der weiß sowieso, wie viel du ungefähr getrunken hast. Also meistens läuft es so. Und ja, so wird in Köln halt die Rechnung gestellt. Doline übrigens. Wenn sein Loch im Boden aufgeht, weil der Erdboden drunter ausgeschwemmt ist. Doline? Wenn wir beim Thema Anekdoten sind, der Karik hat mich mal bei, voll besiegt bei seinem Rauchquiz, oder wie ist das, Joachim Rauch? Dieses, was im Fernsehen läuft, dieses Samstag. Günter Jauch-Quiz, Millionen, ja genau. Millionen-Show. Köln ist, glaube ich, die vierte Millionenstadt Deutschlands. Ja, genau. Mit über eine Million Einwohner, habe ich nicht gewusst. Also manchmal hat es ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Je nachdem, ob gerade das Semester angefangen hat. Ob die Studenten da sind oder was. Oder Semesterferien sind. Okay. Aber ich glaube, jetzt offiziell hat es eine Million. Wieder mal. Meine Herren, ich hätte noch anzubieten einen James Bond. Oh ja. Und eine Geschichte von Italian Maker Faire kann ich aber genauso gut nächstes Mal machen. Aber du hast noch... Nur für die Rollenspiele. Ja, aber ich glaube, wenn, dann machen wir doch, jetzt ist schon eine Stunde 38, lass die Leftovers, ist ja schon ganz gut. Oh ja. Ich mache ein Thema einfach, oder? Ich kann euch auch schlecht auf ganz schnell erzählen, schlecht auch wahrscheinlich. Ich habe den Marsianer angeschaut. Marsianer, okay, genau. Der Marsian. Da haben wir ja schon auch zum wiederholten Male. Der Marsianer ist der... Der Derek hat ihn ja auch schon besprochen, ist aber vorher aus dem Kino rausgelaufen. Ist der neue Mad Max, genau. Der neue Mad Max. Habt ihr eigentlich den neuen Mad Max schon mal gesehen? Nein, aber das soll so gut sein. Über den muss man mal reden. Ja, der Marsianer. Der Derek, ja, ich wollte ihn ja gut finden. Also ich bin mit positiver Einstellung reingegangen. Und gar nichts, aber ich fand ihn gut. Ich fand ihn super. Das war jetzt die Einleitung. Es gab vielleicht so ein kleines persönliches Aber. Also ich habe ja davon, was ich davon wusste und was auch kann man jetzt auch erzählen. Der Plot ist folgendermaßen bei dem Film. Ein Astronaut wird während einer Mars-Mission von seiner Crew, weil ein Sandsturm ganz schnell oder ein Partikelsturm, nennen sie es, aufkommt, zurückgelassen. Sie halten ihn für tot, aber er überlebt und hat dort eine Raumstation noch von der NASA aufgebaut, die für, glaube ich, 30 Tage oder 60 Tage halten soll. Und seine Mission ist auf dem Rückweg zur Erde. Die Erde weiß gar nicht irgendwie, der hält ihn auch für tot und er muss jetzt schauen, wie kommuniziere ich mit Leuten, wie überlebe ich überhaupt dort jetzt. Und, In seinem Zelt, ja. Und habe ja schon einiges davon gehört, wollte ihn gut finden, weil erstens Ridley Scott, wobei jeder Ridley Scott-Film ist nicht so gut, aber für die, die es nicht wissen, der Macher von Alien 1.
und Prometheus. Aber ich hatte so Sorgen, weil es so eine Robinson Crusoe-Geschichte ist. Also das ist ja ein Mann auf diesem Planeten und der muss mit sich klarkommen. Und ich habe ja schon einige dieser Robinson Crusoe-esken Geschichten gesehen, dass mich das zwar vielleicht irgendwie, dass mir das gefallen wird, aber dass ich mich währenddessen langweilen werde. Und dem war aber gar nicht so. Sie haben den Film extrem gut gepaced. Du hast immer so eine Abwechslung aus Problemstellung. Also der Astronaut wird gespielt, der zurückgelassen wird von Matt Damon und der spricht dann immer in dieser Raumstation in sein Laptop rein, so Videobotschaften. Und es ist immer so eine Abwechslung zwischen Problematiken, wo du siehst, er werkt irgendwas, dann spricht er etwas ins Videolog, erklärt ein bisschen was dazu und dann kommt das, was den Film eigentlich so stark und ist ein Feel-Good-Movie. Mhm. Also für Wissenschaftsfreunde ein Feel-Good-Movie. Mhm. Weil es ist dann voll von diesen Wiki- und MacGyver-Momenten. Mhm. Er hat dann immer seinen Einfall und dann erklärt, okay, ja, das könnten wir ja so machen, aber wenn ich jetzt da, zum Beispiel gewinnt er Wasser durch kontrollierte Explosionen. Ja? Mhm. Und da passiert ihm halt auch was, aber so wie er das darstellt, hast du einfach eine Geschichte, an der du dich festhalten kannst und die währenddessen sehr witzig und schlau anzuschauen ist. Mhm. Und ich wusste ja schon, dass das Buch relativ für Furore gesorgt hat, dass es den Leuten gut gefallen hat und hatte ein bisschen Sorge, wie sie das beim Film rüberbringen, aber im Grunde ist es eine sehr positive Geschichte, weil sie stellen das einfach so dar, dass du durch Wissen, Lernen und ein bisschen Hausverstand es schaffst, dein eigenes Überleben zu sichern auf diesem fremden, fernen Planeten. Noch dazu stellt sich natürlich die NASA sehr positiv vor. Es ist natürlich ein Haufen aller sympathischer Nerds, die sehr viele, weiß ich nicht, Herr der Ringe-Referenzen kriegen währenddessen und die aber am selben Thema sehr ernsthaft arbeiten. Es darf auch nicht nur die NASA mitspielen, es ist dann auch sogar so weit gespannt, dass die chinesische Luft, chinesische NASA irgendwie dann auch mithilft bei dieser ganzen Mission. Und es ist halt so eine, so die Mensch, oder nicht die Menschheit, aber zumindest diese größere Gruppe von Menschen hilft mit, um jemanden zurückzuholen. Und das Ganze funktioniert eigentlich nur, weil man sich Gedanken darüber macht und weil man sich halt mit Wissenschaft und halt gerade mit diesen Astrogeschichten auseinandergesetzt hat. Ja? Das impliziert auch das, was ich ja in letzten Jahren immer weniger vertrage, ist halt dieser amerikanische Pathos, ist halt viel so sich auf die Schulter klopfen und Klatsch Motivation dabei, was aber natürlich auch gut reinpasst, weil diese klassische eine Mission ist gelungen und alle im Kontrollzentrum klatschen und freuen sich, das funktioniert vom Computerspiel bis heute noch immer irgendwie so als Moment. Aber abgesehen davon kann man sagen, nicht zu schnulzig für mich, ja, obwohl es irgendwie so zeitweise halt schon irgendwie so Ding, aber ein sehr, ich habe mich mit dem Felix drüber unterhalten, der war auch mal in der Sendung, ist ein Sozialpädagoge, und er hat gemeint, was ihn gefreut hat, ja, es ist ein sehr pädagogischer Film, er ist irgendwie so mit einem 14-Jährigen dort so reingegangen, hat sich das angeschaut, das ist ein Ding, Programm irgendwie so, und es wird halt ein Science-Fiction-Movie, der mal zur Ausnahme nicht das Ziel hat oder den Mainplot hat, irgendwie Außerirdische dahin zu metzeln ohne Ende, sondern irgendwie Probleme zu lösen und das halt auf konstruktive Weise. Also muss ich sagen, ich bin rausgegangen und habe einen breiten Grinsen am Gesicht gehabt und das kann man eigentlich dem Film nur zugute halten. Ja, ist gut. Ist echt gut. So. Ich hätte an James Bond. Hat noch jemand von euch ein schönes Leben? Oder? Spectre, schönes Leben. Okay, ich darf nicht spoilern, oder? Nein, also bei James Bond. Also wer weiß, ob James Bond gewinnt und die Bösen verlieren. Wer weiß. Du darfst generell nicht spoilen und bei James Bond darfst du generell doppelt nicht spoilen. Doppelt nicht spoilen. Weil bei einer Magenten-Story, du darfst folgendes spoilen. Du darfst spoilen, wer der Bösewicht, von wem der gespielt wird. Der Bösewicht wird gespielt von Christoph Waltz. Ja, Walz ist sehr gut. Ja. Ich bin ja ein Fan. Okay, also erstens aus mir selbst im Nachhinein unerfindlichen Gründen bin ich in einen James-Bond-Film gegangen. Noch dazu an einem Freitag oder Samstag. Und wirklich, das Kino war gesteckt voll. Ich war froh, dass ich noch einen Platz bekam. Und die gute Nachricht zuerst, es ist kein 3D-Film.
Also man kann ihn ohne Brille anschauen. Und die zweite gute Nachricht, aus mir selbst auch nicht nachvollziehbaren Gründen, wurde ich trotz aller Brutalität und inhaltlicher Logikschwächen zweieinhalb Stunden, glaube ich, lang gut unterhalten. Also es hat mich in den Sitz gewummert vor Action und alles, was man sich von einem James-Bond-Film erwartet, war da. Und in chronologischer Reihenfolge meine subjektiven Erkenntnisse. Es wird urviel mit einem Auto gefahren, dessen Marke ich mir nicht gemerkt habe. Also, sehr viel Marketing-Budget. Wahrscheinlich, ja. Welchen Bond nicht? Du kannst es auch nicht kaufen, es gibt nämlich, glaube ich, nur 10 Stück davon. Aha, dann erschließt sich mir der Sinn dieser Schleichwerbung nicht ganz, aber auf jeden Fall, sie fahren extrem viel Auto. Punkt 2, James Bond trägt Omega-Uhren. Oder eine Omega-Uhr. Ich habe nicht einmal gewusst, dass Omega eine Uhrenmarke ist, aber jetzt weiß ich, das ist super cool, weil das ist James Bond trägt sie. Mhm. Und okay, der Dennis tut sich sehr langsam und genüsslich seine Omega-Uhren. Das ist keine Omega. Achso, schade. Okay. Und dann dritte Erkenntnis, und jetzt kommt's. James Bond spricht Italienisch. Oh, ja. Ja. Gut, sehr gut. James Bond liebt übrigens eine Nacht lang, verdammt, sollte man jetzt wissen, hat in einem Asterix-Film mitgespielt. Cleopatra. Ja, aber die Schauspielerin von ihr. Italienische Schauspielerin. Kennt man, schwarzhaarig. Ja, das, oh Gott. Nicht Anelmo. Blue Velvet hat die, glaube ich, auch mitgespielt. Ja, Monica Bellucci. Monica Bellucci, danke schön, ja. Vierte Erkenntnis, und jetzt kommt's. Auf Italienisch heißt Mickey Mouse Topolino. Wow. Das weiß man, weil ja, James Bond dieses Wort gebraucht. Und sonst, der Film spielt in Österreich, in Rom, in London und in Marokko, glaube ich. Und in Mexiko. Stimmt, Mexiko, gleich am Anfang. Sehr, sehr mit, ja. Also du siehst, du kriegst eigentlich alles geboten, was du von einem James-Bond-Film willst. Exotische Schauplätze, jede Menge schöner Frauen, ja, sehr viel Action und Kämpfe, Duell in einem Hubschrauber, diverse brennende Flugzeuge, etc., etc. Und ja, Christopher Waltz als Bösewicht. Und es gibt noch einen anderen Bösewicht, dessen Namen ich nicht weiß, aber den hat man auch schon in einigen Filmen gesehen. Und der spielt passenderweise den Geheimdienstchef. Und es gibt sogar so etwas wie eine... Du hast gespoilert wahrscheinlich jetzt gerade. Wenn Bösewicht und... Ja, das war noch am Anfang. Das wird in der ersten Minute klargestellt, dass der unsympathisch ist. Weil James Bond bietet ihm nicht das Tubert an. Also, weißt du gleich, was sagt dem Geschulten? Der lebt nicht in den Abspann. Naja. Und sonst, es gibt sogar so eine Art politische Aussage, also dass das so Geheimdienste eigentlich die wahren gefährlichen sind für eine Demokratie. Ui, und das in einem James Bond? Ja, also voll Massending. So haben wir gedacht, boah, haben wir jetzt alle gewonnen und Snowden ist der nächste James Bond. Was ist passiert? Wird der Daniel Craig zum Whistleblower? Ja, fast. Ja, es ist sogar so, dass er... Im letzten ging es ja um Whistleblower. Ja. Also, ja. Was mich gestört hat, aber ich meine, bei so einem Film, was kann einem schon stören? Abgesehen von einigen Dingen, die mir unlogisch vorgekommen sind, James Bond erledigt sehr viele Leute, die absolut unschuldig sind. Also nicht nur einen Bösewicht, der ihn irgendwie bekämpfen muss, sondern auch dessen Chauffeur und so wird auch gleich erschossen. Okay. Dabei war das auch so eine inoffizielle James-Bond-Regel. Darf erst jemanden umbringen, wenn der einen versucht anzugreifen. Und, also da ist ein bisschen unsympathisch. Aber ja. Jo. Ja, nein, sonst also war angenehm positiv überrascht. Okay. Und Monica Bellucci hat die in Bond-Girl gespielt? Mhm. Ja, die ist jetzt nicht mehr so eine Girlie, sondern die ist jetzt, glaube ich, schon 50 oder so in der Gegend. Aber das wäre dann die Älteste. Sie spielt eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr attraktive Witwe. Ah, okay. Und was mich am meisten interessiert, wird der Waltz den Bösewicht angelegt? So wie, ja, also ich finde, er war schon mal in anderen Filmen besser oder so, aber er ist jetzt anscheinend, ich meine, was kann man mehr erreichen in Hollywood als Bösewicht für einen James-Bond-Film sein? Weil er der Bösewicht ist, darf er jetzt nicht zu sympathisch rüberkommen und er hat auch so sehr grausliche Kragen,
okay. Jacken an. Also er kommt halt eher unsympathisch rüber, aber trotzdem ist er sehr böse. Zum Beispiel in Glorious Bastards hat er ja auch irgendwie so Ding, kann er ja anscheinend diese negative Energie darstellen. Ja. In allen Bond-Filmen, alle guten Schauspieler, die einen Bond-Bösewicht gespielt haben, besonders die, die vorher schon einen Oscar hatten, wie zum Beispiel Christopher Walken, waren jetzt nicht so beeindruckend dann in einem Bond-Film. Ja. Also Christopher Walken hat absolut damals in License to Kill, glaube ich, da hat er den Sorin gespielt, der Silicon Valley zerstören wollte, schon in den 80er Jahren. Wow. Das wäre es gewesen. Ja, ich bin so sauer, dass er es nicht geschafft hat. Christopher Walken, ich bin so böse. Nein, Quatsch. Aber das war auch noch nicht so beeindruckend und ich denke mir auch, dass Christoph Waltz da nicht mithalten kann mit seinen früheren Rollen. Ja, wie soll ich sagen, obwohl er versucht, unsympathisch zu sein, ist der Christopher Waltz irgendwie wesentlich interessanter rübergekommen als der doch sehr holzschnittartige James Bond. Na gut, aber das ist ja das letzte schon Positives, hoffen, dass es zumindest ein passabler, exzentrischer Bösewicht ist. Ja, also ich nehme an, er hat andere Filme, wo er besser wirkt, aber ich gönne ihm das Geld, was er damit verdient hat. Und ich meine, selbst in einem schlechten Film macht er gute Figur. Was. Also, wenn ich das richtig verstehe, ein Bösewicht zum Schmusen. Ja, zum Schmusen nicht, aber es ist halt... Du weißt eigentlich, was er als nächstes macht, nicht was der James Bond als nächstes macht. Ah, das heißt also, obwohl es irgendwie vorgezeichnet ist. Was, das heißt, die Dialoge sind in der Hinsicht, dass Christopher Waltz was vorlegt und Craig reagieren muss? Gut, die sind alle doch mehr oder weniger Gefangene ihres Drehbuchs und müssen halt tun, was ihnen vorgeschrieben wird. Ach so, was Mendes da hat. Aber... Ja, schade. Keine Ahnung. Früher war das schon irgendwie so ein Hin und Her, davon hat es ja gelebt. Der Kurt Jürgens als Superbösewicht oder sagen wir ein Profil mit der kraulenden Katze. Ja. Aber dann so Counterparts gaben der früheren James Bond, die dann diesen britischen flapsigen Humor dann entgegengestellt haben. Da ist er vielleicht unter Daniel Craig, könnte man vielleicht irgendwie mutmaßen, vielleicht doch so dieser zu ernst. Wurde auch kritisiert in Telepolis und so, dass er total humorlos ist und kein Witz drinnen ist. Also, einzig witzige Szene ist jetzt auch, dass ein italienischer Kleinwagenfahrer gegen so einen Pfosten fährt und sein Airbag geht auf. Also sonst gibt es nichts zu lachen in dem Film, weil es alles tot ernst. Das ist wahrscheinlich auch nur kopiert aus irgendeinem mit Roger Moore. Da ich nehme an, es sind sehr viele Zitate drin, die ich gar nicht gecheckt habe. Und so. Aber ich meine, du gehst ja nicht in einen James Bond, um jetzt da Dokumentation zu sehen oder so super tiefschürfende Gedankengänge zu haben, sondern gehst in einen James Bond, weil du halt schöne Frauen und viel Geballer und Action-Szenen haben willst und genau das kriegst du. Und was ist euer Lieblings-Bond-Auto? Also was Bond fährt, reicht schon? In dem Film meinst du jetzt? Gute Frage. Da gibt's dieser Weiße mit den Flügeltüren. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Der Weiße, der unter Wasser fahren kann. Genau. Ja, das ist, glaube ich, ein Lexus gewesen. Ja. Gehört jetzt übrigens lustigerweise dem Chef von Tesla. Der hat das nämlich. Der hat das Ding gekauft. Warum macht mir das so Angst? Also das Modell, also dieses Auto. Ja. Zum Bond-Film noch, es gibt relativ viel Österreich-Bezug. Also sehr schöne Fremden, habe ich gesagt, die Locations, also das Ganze ist ein europäischer Fremdenverkehrswerbungsfilm. Du kriegst Lust, nach Rom zu fahren, weil Rom halt schön ist. Du kriegst Lust, ich nehme an, sie haben das beim Attersee oder irgendwo gedreht, so Österreich mit Bergen und See und Holzhaus am See. Du kriegst Lust, dich in Marokko rumzutreiben, weil da so coole Bars sind, so Casablanca-mäßige. Die schönen Settings. Davon hat es immer gibt. Und Österreich ist erstaunlicherweise immer relativ erfolgreich dabei zu sein müssen, James Bond. Ich echt nicht kapiert, wie sie das gemacht haben. Vielleicht hat das der Quantum of Solace, da ist auch schon Bregenzer Festspiele als Connection. Das ist ziemlich viel, stimmt. Dann gab es einen, der in Wien gespielt hat. Unsere fremden Verkehrswerbung. Ja, das war nicht James Bond, das war der. Tom Cruise. Ich meine jetzt einen wesentlich älteren. Achso, ja, der war schon lange. Am Riesenrad. Ja, genau. Ja. Das ist ein schöner Riesenrad, weil da steht ja der Hanno Böschler drin und singt: Noch eine Fahrt, bitte. Ach, der Hanno Böschler in einem James Bond. Wir hätten das ab. Dann gibt es noch einen, der irgendwie in den Bergen, könnte aber auch in der Schweiz gewesen sein. Ja, ja. Das kommt ab und zu ist euch vor. Also, ja. Apropos Elon Musk, angeblich beginnt in 2 bis 3 Wochen der Bau der Teststrecke für den Hyperloop. Stimmt. Der Hyperloop, sollte man vielleicht auch erklären. Hyperloop, alternatives
Transitsystem, Rohrpost, mit der Menschen transportiert werden. Reinstecken. Das ist eindrücklich, ja. Ja. Und Röhren, möglichst wenig Luft drinnen und dann da drinnen Kapseln, da stopft man Menschen rein und die schießt man durch die Gegend. Geil. Ja, wenn es das ohne braucht, Toilettenanlagen. Also jetzt könnte das schon. Ohne was? Ohne Toilettenanlagen. Toilette ist nicht. Braucht man nicht. Unterdruck wird das durch den. Das wird abgesaugt. Genial, muss. Elon. Jetzt. Und hinten dran direkt der nächste. Es ist zu klein, die Kapsel, als dass du deinen Platz verlassen könntest. Ja, also nur zwei, du festgeschnallt in deinem zwei, oder? Zwei Personen nebeneinander, ja, mhm. Du bist fix in deinem Sitz, 28 Personen pro Kapsel Maximum. Es gibt auch Lastenkapseln, da passt mehr Last rein. Und du fährst eh nicht so lange, dass du aufs Klo gehen kannst, wahrscheinlich. Naja, größtenteils eine Stunde. Eine Stunde, ja. Das musst du halt aushalten. Genau. Und sonst halt hält das nicht aus. Ah, Stunde sicher. Sonst halt absaugen. Vielleicht ist da unten tatsächlich schon noch drin. Gab es nicht mal einen James Bond, der eine Röhre gespielt hat? Ja, ja, gab es sogar mehrere, stimmt. Wien war ja das auch war der Timothy Dalton James Bond und das war, glaube ich, auch zufälligerweise der, ja. Der, wo sie, der auch teilweise in Wien spielt. Diamonds ja. Are Forever hat ja, auch eine Röhre gespielt, da wacht er nämlich drin auf. Ah, okay, verstehe. Aber der mit Timothy Dalton, den ich meine, das war ein anderer. Ja, ja, das ist der, wo er mit den Cello den Backrunter saust. Kommt doch die schöne Szene vor, wo er Taxi ruft, der Timothy Dalton, und da kommt der Fiaker. Genau. Schön. Ja, so ist es ja, muss man sagen. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe auch einen Film im Kino gesehen. Die Woche? Ja. Okay. Ja, American Ultra. Kurz zusammengefasst, es ist ein Kifferfilm. Mhm. Jesse Eisenberg, oder? Richtig, genau. Und Kristen Stewart, die ich noch nie in irgendeinem Film gesehen habe. Das ist auch kein Wunder. Die hat nämlich vorher in Twilight mitgespielt und sowas interessiert mich überhaupt nicht. Und der Film handelt halt von einem Kiffer und seiner Freundin, die auch kifft. Er ist im Laden angestellt. Und dann wird er plötzlich Ziel einer CIA-Operation. Er soll getötet werden. Das ist halt der Plot und er hat vollkommene Angst, die Stadt zu verlassen. Also es wird dann erzählt, dass er am Flughafen sich übergeben muss und wieder in die Stadt zurückfahren musste, weil er es nicht ausgehalten hat. Er hat so richtige Angst, diese Stadt zu verlassen und ist sowieso die ganze Zeit meistens zugekifft, kann gut zeichnen und dann, ja, wollen die ihn umbringen. Und da kommen halt zwei und manipulieren an seinem Auto. Er geht raus mit seinen Nudeln gerade in der Hand und hey, was macht ihr? Die zwei gehen auf ihn zu mit Messern und schwubbel die Dupp, sind die beiden tot. Er hat sie umgebracht, mal eben schnell. Wie geht denn das? Wieso konnte ich das jetzt plötzlich so schnell, die beiden mal eben töten? Ich kann ja, glaube ich, schon sagen, dass sich herausstellt, dass er an einem Programm teilgenommen hat, wo er diese ganzen Fähigkeiten gelernt hat. Nur er hat alles davon vergessen, weil sein Gehirn manipuliert worden ist. Schläfermäßig. Und er ist in Wirklichkeit die Ur-Superwaffe. Er ist eine Superwaffe sozusagen, genau. Und zu den Action-Szenen. Die bewegen sich am oberen Ende tatsächlich Kategorie Kingsman. Es gibt eine wirklich sehr gute Szene, die mit Kingsman durchaus mithalten kann. Mhm. Aber die meisten halten sich eher Niveau Bud Spencer. Okay. Aber wirklich dann wirklich ganz schlechte. Was gut sein kann, wenn die Soundeffekte dazu kommen würden, aber ja. Also die Action-Szenen sind tatsächlich die meisten. Aber ist einfach so, dass lächerlich sein soll? Oder nee, sie sind einfach nur schlecht gemacht. Mhm. Also die besten Action-Szenen sind nur im Trailer zu sehen, bis auf die einen, die wirklich bei Kingsman durchaus mithalten könnte. Alle anderen Action-Szenen sind eher, naja, irgendwie Budget, Choreografie, irgendwie fehlte da was, ja. Also irgendwie enttäuschend. Der Film, Story, ja gut. Meine Freundin hat sich wirklich unterhalten gefühlt. Also meine Freundin war anschließend richtig glücklich. Oh, das war mal ein guter Action-Film. Mhm. Ich fand den, ja, ich wurde unterhalten, mehr aber auch leider nicht. Okay. Und sonst insgesamt eher lustig oder mehr? Ja, es gibt einige Stellen, wo man lachen kann. Es, ja. Kommt wenigstens Kiffen gut rüber oder ist das eher so ein Nachteil für den Film? Nein, das Kiffen tut dem Film nicht schlecht.
Das ist auch nicht so ein peinlicher Film wie ein österreichischer Film. Ah, okay. Gibt es mehrere, oder? Ja, also die österreichischen Filme, boah, die haben doch immer etwas mit Mord und Totschlag und Kiffen zu tun. Ja, Muttertag, immer näher mehr, wie sie eine Sektflasche Flasche pinkeln und der andere daraus trinkt und denkt, da sei noch Sekt eigentlich drin. Ach, und das, ja. Ja, ja. Oder drei Eier im Glas. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch noch nicht, du musst nur anschauen. Aber immer näher mehr ist ja... Oh. Ja, wobei, da kiffen ist ja nicht wirklich... Na gut, da kommt Kiffen nicht vor, aber ja, wirklich die Abgründe, alles Menschlichen... Das gehört immer dazu. Das gehört dazu. Ja. Das kriegt man anscheinend nicht weg. Gell? Du hast aber recht, diese Tönung zieht sich durch ja, die österreichischen oder diese ganzen Komödien. Filme von diesem berühmten Schriftsteller, diese Krimi... Und vor Haas? Ja, genau. Da, ja, die Haas-Filme sind ja auch, ja... Also eine dunkle auch. Tönung, ja. Irgendwie die Abgründe. American Ultra. Ja. Dir gefallen und ja, lustiger Actionfilm mit schwachen Action-Szenen. Ja, ich würde jetzt nicht deswegen ins Kino gehen, er kommt glaube ich auch inzwischen nicht mehr im Kino. Aber was ich eher empfehlen kann, habe ich aber letztens schon gesagt, er ist wieder da und der Film geht so ab durch die Decke, es ist unglaublich. Das hast du ja schon damals ja, ja. Also der ist jetzt, hat sich hochgearbeitet. Ja, ja, ich habe von mehreren anderen Quellen jetzt auch gehört, dass der wirklich sehr gut sein soll. Gut. Der ist eben. Meine Herren, wir haben die 2-Stunden-Marke geknackt. Da, da, da. Ah, woher kommt das? Da habe ich nämlich auch den Film letztens gesehen. Ich weiß nicht, ist es ein spezieller Film oder ist es auch eine allgemeine Unglücksfanfare? Ich habe den jetzt in einem Film gehört, die Melodie, und zwar in Frankenstein Junior von Mel Brooks. Was ein absoluter Klassiker ist, den ich auch, einer der wenigen Filme, die ich auch fast lieber auf Deutsch sehe als auf Englisch. Okay, ich habe ihn auf Deutsch gesehen und habe mir nur gedacht, den hätte ich aber eigentlich auf Englisch sehen müssen. Ja, ja, aber ich sag, weil ich es halt zu früh gesehen habe, deswegen. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht sogar in Frankenstein dieses Das kann vorkommen, ja. Aber dazu ist es schon zu lange. Aber es ist einer der Filme, die ich im zweistelligen Bereich gesehen habe. Eine Zeit lang habe ich diese Filme. Mel Brooks Filme, okay. Ja, also nicht alle Mel Brooks Filme. Es gibt so ein paar Gags-Filme aus der früheren Zeit, die ich ganz oft gesehen habe. Das sind die Reisen mit dem verrückten Flugzeug, mit einem verrückten Raumschiff. Das sind doch keine Melbourne-Filme. Das sind keine Melbourne-Filme. So, okay. Ich habe immer nur so Gag-Filme. Dann ja. Die letzte Nacht des Boris Koschenko von Woody Allen. Bananas von Woody Allen habe ich irrsinnig oft gesehen. Und eben auch den Frankenstein Junior habe ich sehr oft gesehen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass den überhaupt noch jemand kennt. Ja, ist doch spitzenmäßig. Ja. Frau Blücher. Ja, genau. Ich habe den Namen vergessen, sonst hätte ich das schon nachgemacht. Traumhaft, ja. Ja, kann man vielleicht einen Tipp angeben für Liebhaber alten Klamauks? Gene Hackman spielt übrigens auch mit in dem Film, und zwar den Blinden, der dann im Frankenstein das Essen anbietet und sozusagen alles zunichte macht, sodass er nichts zu essen bekommt oder zu trinken. Freut sich, oh, jetzt bekomme ich gerade was zu trinken, und zack ist die Tasse. Ist Gene Hackman nicht der Hauptrolle? Gene Hackman ist der Dallas-Typ, oder? Meinst du jetzt den? Gene Hackman ist der Lady aus... Wie bitte? Lady in Red, ne? Das weiß ich nicht. Gene Hackman hat die Hauptrolle wie heißt er nicht? Be Cool ist der zweite. Ich verwechsel Schnappschotti. Und in sein letzter heißt. Okay. Die beiden Filmlexika werden gerade abgedatet. Ja, aber das eine Filmlexikon schwächelt gerade. Verwechselt gerade Schauspielernamen. Aber ja, den Mel Brooks-Film, den alten Frankenstein Junior. Wer mal drüber stolpert und freie Zeit hat, ja. Meine Herren, 2-3 Minuten und ich glaube ein Delta von 3 Minuten. 2-6 Minuten. Das muss für heute gut sein. Wer? Na dann, der. Na dann. Genau. Oder... Ich habe da noch einmal, lass mich mal auf mein Titan-Patch schauen. Für nächstes Mal werden einfach die Themen gestrichen. Keine neuen Themen, sondern auch verbreitete. Das heißt nur Wohlfühl-Themen. Dann sollten wir zumindest eine Terminankündigung machen. Wann treffen wir uns nächstes Mal? Ja, stimmt, das hätten wir am Anfang vielleicht auch sagen sollen, aber man kann es jetzt auch sagen. Schon. Ich habe kommende Woche, nämlich am Dienstag, auch wieder einen Theatertermin, deswegen ausnahmsweise... nochmal am Montag. Ausnahmsweise nochmal. Ja, richtig, das ist ganz schwierig. Okay, also wir treffen uns wieder nächsten Montag in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, wenn Sie dabei sein wollen, um 19.30 Uhr. Genau. Sind herzlich eingeladen. Durst und Hunger mitbringen, es gibt gute Sachen zum Essen beim Garib. Und ja,
ab dann wieder Dienstag immer 19.30 Uhr. Genau, lesen Sie ihn vielleicht. In den Shownotes wird es angekündigt. Genau, und auch bei Google Plus mit Themenankündigung und natürlich am Titanpad. Unser Titanpad. Werbung für den Filmabend. Ah ja. Hey! Bravo! Stefan, der Mann, der mitdenkt. Also, beim Gareb in der Zypresse gibt es am 21.11. ab 19 Uhr einen kurdischen Filmabend, wo wieder einmal Joll gezeigt wird in deutsch synchronisierter Fassung. Joll ist ein Film, den ich erst zweimal gesehen habe, über, wir haben sie eben mehrmals schon besprochen, aber ein Film über politische Gefangene in der Türkei, die einen Hafturlaub antreten und dann so diverse Teile der Türkei besuchen und was sie halt dabei erleben, und es ist praktisch ein Gesellschaftsbild, wurde unter sehr schweren Umständen gedreht. Wer sich vorbereiten will, es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Film. Mhm. Und der Film ist keine leichte Kost, aber er ist sehr eindrucksvoll, und vor allem das Coole ist, dass der Gareb dann selber drüber erzählt und halt seine Ansichten dazu und also sehr viel Hintergrundinformationen liefert. Mhm. Üblicherweise gibt es dabei ein großes Essen. Genau, weil zur vielleicht nicht leichten Kost gibt es köstliche Kost direkt von Karim. Hast du jetzt eigentlich den Joll schon mal gesehen bei ihm? Nein. Noch nie, aber du warst einmal beim kurdischen Essen bei ihm, aber da war kein Film, ne? Doch, da war ein Film, aber das war eine Dokumentation. Ja, und man kann sich den Joll öfter anschauen, also der ist so ein Monumentalfilm, speziell mit dem Kommentar vom Karim hat man da genug zum Sehen und zum Denken. Was man dazu sagen muss, ist, es ist kein so Happy-Baby-Film. Also, hast du, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt. Ja. Also es ist nicht so eine leichte Unterhaltung, aber sicher bereichernd. Wie gesagt, 21.11. ab 19 Uhr beim Gareb in der Zypresse. Verabschieden wir uns. Westbahn, Zypresse. 35 Grad. Ja, schön war es. Und bis nächsten Montag, wenn es wieder heißt Biertacher Podcast. Bis denne. Yeah. Bis denne.